Bevor es jetzt aber losgeht, muss ich nochmal auf eine Sache hinweisen. Wenn ihr richtig Lust habt, mit uns ein bisschen closer zu werden, also mit mir und Max ein bisschen zu schreiben, in eine tolle Community zu kommen, dann empfehle ich euch Steady. Kommt vorbei, für 3,50 im Monat seid ihr bereits an Bord, werdet Teil der zweiten Legion. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich von unserem lieben Konrad direkt auf dem Discord. Und dort geht eine ganze Menge ab. Ich empfehle es euch jetzt nur, ob es Listenbau ist, Tabletop-Simulator, gemeinsames Zocken, gemeinsames Theoretisieren. Ist einfach eine tolle Stimmung auf dem Discord. Ich bin total froh, dass es die Community gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch bald bei uns begrüßen kann. In dem Sinne, Leute, rein ins Video. Und ganz herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblings-Warhammer 40k Podcast. Und ja, bei mir ist der wunderbare Max und ich habe hier vielleicht einen kleinen Schnittfehler gemacht und deswegen gibt es diesen Text. Viel Spaß beim Rest. Und da ja Adipsinerus gerade eine Pause hat, sind der liebe Max und ich jetzt einfach der Podcast mit Cola. Ja, finde ich sehr gut. Machen wir so. Prost. Ey, Max. Hm? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich meine, ich lasse mich jetzt von dir unterhalten, finde ich geil. Ja, es ist schön, dass wir arbeiten können. ey Leute, ich bin einfach nur durch. Kannst euch flüstern, wenn ihr das hier gesehen habt, ist ja das Cyber-Video schon online gegangen. Dieses Ding hat mich gerade gebrochen gefühlt, weil es halt 5 Minuten vor Upload einfach abgestürzt ist und ich dann Angst hatte, alles normal machen zu müssen. Generell, diese ganzen Dark Angels Releases sind saugeil, aber ich habe noch ein Video in der Pipeline und jetzt sage ich mal was, das wirst du nicht glauben, Max. Ich mache dann erstmal was anderes, außer nur Dark Angels. Ich dachte, jetzt kommt schon etwas Spannendes, aber gut. Aber es geht uns ja heute um eine andere Legion, Juliane. Ja, wir machen eine Legion, die eigentlich auf dem, also ganz ehrlich, wenn man da so drauf guckt, könnte man halt denken, ja, die sind halt barbarisch, die bringen halt Leute um, die tragen gerne Fell. Ja, könnte man denken. Und die fahren gern Motorrad. Und das war's halt. Denn es geht um wen? Heute? Ja, um die White Scars natürlich. Ja, die ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir so einen ganz großen Legionsplayer aussuchen würde, dann wären es ja bei mir die Dark Angels, bei dir wären es ja wahrscheinlich die Fists, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, die da so reinzuziehen, weil das beliebteste ist natürlich so Ultramarines und Dark Angels, Space Wolves, Blood Angels. Das Ding ist tatsächlich, das Lustige ist ja, viele Leute sind halt, weil ich halt Imperial Fists halt als Armee habe, ist halt immer sofort so, ja, das ist deine Lieblingslegion. Jein, ich finde die Dudes cool. Das Ding ist aber, es gibt noch ein paar andere Legionen, die ich halt einfach geil finde. Um jetzt mal hier damit aufzuräumen, dass ich der Meinung bin, dass die Imperial Fists die besten sind und Rogel Dorn der geilste Primarch. Denke ich auf jeden Fall gar nicht. Ja, kann man halt nicht machen, im Gegensatz zu den Dark Angels. Halt's Maul! Wir bringen das Thema jetzt hier mal nicht rein. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe tatsächlich unglaublich viel für die Right Scars, unser heutiges Thema, und für die Iron Hands übrig. Oh ja. Und ich würde halt sagen, ich würde die White Scars bei mir persönlich ein bisschen höher ranken, aber das liegt nicht daran, weil ich sie zwingend cooler finde oder die Iron Hands blöder, sondern weil es einfach zu den White Scars ein bisschen mehr. Oh ja, gibt. Also ganz das ehrlich, ist mir wesentlich leichter gefallen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, viele Seiten zu denen und der Großteil vor allem halt zur Geschichte. Das ist ja das Interessante. Also der. Es gibt halt unglaublich viel über die White Scars zu erzählen und auch über ihren Primarchen. Deswegen freue ich mich auf diese Folge. Auch wenn ich eventuell diese Recherche vor 1,5 Wochen gemacht habe und sie mir heute nicht nochmal angeguckt habe. Egal, Julian. Hast du noch was Interessantes zu sagen? Ja. Was nichts mit Dark Angels zu tun hat oder dem Löwen? Ja, total. Ich habe mich ja auf YouTube da komplett ausgekotzt. Der Punkt ist, ich dachte mir so, machst du die Recherche? Und dann ist mir was aufgefallen, etwas, was mir lange nicht mehr aufgefallen ist. Ich brauche keine Recherche. Ich kann dir die ganze Scheiße aus dem FF erzählen. Ich brauche nur genau 2 Namen aus der Lore und das ist alles, bis Siege of Terror. Und das ist jetzt auch so der Punkt, wir gehen jetzt halt wieder die Heresy recht kleinteilig durch. Dann ist es aber so, Leute, nach dem Verschwinden des Primarchens gibt's halt wieder 50.000 Kampagnen, die total pointless sind. Das gleiche gilt hier für die, also das kommt so durch diese zu Damokles und also ich will nicht sagen, dass Damokles total für die Tonne ist, aber das ist halt, entweder erklärst du es richtig in einem Damokles-Special oder
gar nicht. Deshalb kommt da dann am Ende nur noch kurz, was ist jetzt der Stand, Erandomitus? Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Und ich habe keinen Plan, wie lange wir brauchen. Ich auch nicht. Aber ja, ich würde, also ja, aber du hast, also wir haben beide keinen Plan, wie lange wir brauchen, aber du hast auf jeden Fall einen Plan, wie das heute, wie das ablaufen wird, ne? Du hast den Ablauf. Naja, so grob. Also ich habe, ich werde euch am Anfang ein bisschen was über die frühe Geschichte erzählen, wie sie den Primarchen gefunden haben, also die 5. Legion, wie die mit ihrem Primarchen vereint wurde. Das ist nämlich eine ziemlich lustige Geschichte. Also gibt es ein kleines lustiges Detail dazu, also keine insgesamt lustige Geschichte. Julian wird dann, wann machst du weiter nach dem, ach so, genau, während der Heresy schon, nachdem sich der Khan quasi entschieden hat, bei wem er mitkämpft und was jetzt los ist überhaupt. Also, naja, bei wem er mitkämpft, war eigentlich also, immer klar. Ja, aber nachdem er mehr Informationen bekommen hat als am Anfang, warum er mehr brauchte, erkläre ich euch gleich. Es ist halt, also ich weiß ja gar nicht, ob du da wirklich stoppst. Also ich habe mich natürlich recht sklavisch an die Stelle gehalten, wo ich hätte einsteigen müssen. Da ist ja diese Sache auf diesem Planeten und dann gehen die ja da runter und theoretisch ist ja dein Teil dann vorbei. Machst du da noch weiter? Ich mach nur weiter, bis der Khan kommt mit Pizza nach Hause und sieht, dass seine Kinder die komplette Bude auseinandergenommen haben. Und verteilt dann erstmal links und rechts ein paar Ohrfeigen und ein bisschen Hausarrest. Ja, alles klar. Gut, Leute. Also vorneweg, Max ist super vorbereitet. Ich mach's heute mal wieder ein bisschen freihand. Aber sollte klappen. Ich habe jetzt die Pfade des Himmels und so gelesen, also die ganzen Whitescars-Romane und natürlich Siege of Terror. Wie könnte ich das vergessen? Oh, ich natürlich Gott. Gar nicht. Na gut, ich Leute. Habe nichts gelesen. Nein. Was? Naja, außer die Heresy-Romane. Naja, das sind ja die Pfade des Himmels. Ich, also keine Ahnung, wie die ach, die Pfade. Ich habe die ganze Zeit die Fahne verstanden. Junge, sprich deutlich. Ist die Pfade des Himmels. Sicher, dass in deiner Cola nichts drin ist. Whisky. Ich habe hier tatsächlich Whisky neben mir stehen. Das sollte mir zu denken geben. Was uns dazu so bringt, dass Adeptus Inebris uns immer noch eine Folge schuldet, wenn die jetzt nicht verreckt wären mit ihrer Technik zurzeit. Ja, liebe Grüße. Apropos Technik. Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Gut, also. Okay. Wir fangen an mit der 5. Legion. Am Anfang so ein bisschen was zur 5. Legion, wofür die vor allem auch vor dem Finden des Primarchen bekannt waren. Im Grunde genommen, die wurden eingesetzt bereits im Vereinigungskrieg, also auf Terra noch. Da waren es nicht sonderlich viele, wie die meisten ersten, also die meisten frühen Legionen, so ein paar hundert Leute waren das, mehr nicht. Die wurden rekrutiert aus Nomadenstämmen, Techno-Nomadenstämmen, also ihr müsst euch vorstellen, das waren so genau. Nee, das waren so Dudes, die in so im Englischen heißen die Dinger Crawler. Ich stelle mir das immer so vor, wie diese Java-Sandcrawler-Dinger da aus Star Wars. Also diese Kettenfahrzeuge, die so langsam da irgendwo lang fahren. Na, so ein Landpanzer halt. Ja, das da, also sagen. So würde ich das denken. Genau. Damit sind die halt so durch diese Einöden durchgefahren auf Terra. Da war es sehr kalt. Und da war das Überleben nicht sonderlich einfach. Und du warst angewiesen auf die Technik. Das heißt, die Jungs waren erstens unglaublich gut, was Survival angeht. Also nicht nur so, ja, wir haben halt unsere Rüstung und so ein bisschen Nahrungspaste oder sowas. Sondern ihr müsst euch vorstellen, das waren Späher, das waren Scouts. Das heißt, die haben 95% ihrer Lebenszeit hinter feindlichen Linien verbracht. Ja. Das heißt, die sind da mit ihren Bikes rumgefahren oder anderweitig, immer vor der Hauptarmee und immer im Feindesgebiet. Und da war es halt unglaublich wichtig, dass die so tech-affin waren, wie sie waren, und dass die so gut waren im Überleben. Weil du konntest halt nicht einfach zurückfahren zur Homebase, wenn dir ein Kabel abgerissen ist oder du nachtanken musstest oder sowas. Das musstest du alles mitnehmen oder halt selber machen. Das heißt, klar, wir wissen, die Iron Hands sind unglaublich technikaffin und auch diese Salamanders, aber die frühen White Scars, die damals übrigens Star Hunters hießen, die waren das auch. Halt vielleicht nicht so krass wie die Iron Hands zum großen Kreuzzug, aber die wussten auf jeden Fall, wie sie ihren Shit am Laufen halten.
Die waren halt dafür bekannt, ja, schnelle, präzise Angriffe, Hit-and-Run-Taktiken, also im Grunde genommen das, wofür sie auch später bekannt waren, waren sie damals schon bekannt. Das heißt, die gehen irgendwo rein, verteilen richtig harte Ohrfeigen und verpissen sich dann wieder. Und knüppeln sowas quasi schon mal den Feind so ein bisschen weich, dass dann die Hauptstreitmacht, die dann hinterherkommt, den Feind dann platt machen kann. Und während die Hauptstreitmacht quasi den Feind angreift, sind die schon weitergeflogen. Also vielleicht ein bisschen Munition eingesackt und dann schon weiter. Das heißt, beim Triumphzug oder generell beim Triumph über diesen Gegner waren die schon weg. Das heißt, niemand kannte die wirklich. Die wurden häufig vergessen. Und diese Separation, die damals schon anfing, die entwickelte sich später so ein bisschen was wie eine Tradition für die. Also, die waren schon immer vom Imperium so ein bisschen außerhalb, also ein bisschen separiert vom Imperium, haben ihre Pflicht getan und ja, keiner hat sie so wirklich dafür anerkannt. Das fing da an und wie gesagt, über die Zeit entwickelte sich das zu so einer richtigen Tradition, sage ich mal, von denen. Jetzt dieses Weiterziehen, meinst Genau, du? also naja, das Weiterziehen und das Ja. generell einfach dieses Separieren vom Imperium. Genau. Ja, das ist was, was die immer Genau, schon hatten. das haben die schon immer gemacht. Nach der Vereinigung von Terra sind die halt losgezogen und das Erste, was die halt gemacht haben, war vor allen anderen sich zu verpissen und die bekannten Warp-Routen zu erkunden. Warte, jetzt muss ich hab, ja. Das finde ich total witzig. Also, ganz ehrlich, guck ruhig mal. Ich bin Weil es bereit. ist halt so geil, du hast ja immer diese Kids, sage ich mal. Keine Ahnung, wenn ihr euch erinnert, ihr seid 4, 5, 6 oder so, ne? Und jetzt dürft ihr mal ein bisschen weiter. Und da gab es ja immer die Kids, die dann im Wohngebiet auf dem Dorf dann eher so vorsichtig waren. Und dann gab es halt immer die paar Verrückten, guckst nach links, die schon längst weg. Und das Letzte, was du siehst, ist halt noch so eine Cola-Dose, die sich an der Stelle noch in der Luft dreht oder Richtig. so. So Das stelle sind ich mir halt die die White White Scars Scars. vor. Die White Scars sind ein bisschen weiter, waren schlecht zu kommandieren. Das heißt, die haben quasi einfach sämtliche Befehle von irgendwelchen Befehlshabern einfach ignoriert. Es sei denn, dieser Befehlshaber hat halt ihren Respekt in sich irgendwie erarbeitet, also indem er besonders gut gekämpft hat oder halt, wie du halt den Respekt von so einer Truppe halt bekommst. Das ist halt nicht einfach. Aber es ist halt eine sehr Ja, menschliche richtig. Aktion, ne? Außerhalb vom Imperator. Wenn der Imperator ihnen irgendwas befohlen hat, dann haben die das gemacht. Oder Malkador oder irgendwas in der Richtung. Aber die haben halt von wirklich sehr, sehr wenigen Befehle angenommen. Ja, Huh. die haben auch, waren auch nicht wirklich auf Ruhm aus. Also du hast ja immer viele, beispielsweise die 16. Legion, mit ihren großen Triumphzügen etc., die halt unglaublich auf Ruhm aus sind. Oder die Space Wolves. Aber das hat die nicht interessiert. Das war den White Scars tatsächlich egal. Ich sag mal so, kaum war Terra geeinigt, man hat den Triumphzug quasi gerade organisiert, da war schon kein White Scar, also kein Star Hunter mehr auf Terra. Die haben schon alle das Sollsystem erkundet. Und Wie als das geil. Sollsystem befriedet war, das erste Schiff, was sich außerhalb des Sollsystems rausbewegt hat, das gehört einem Star Hunter. Und jetzt muss man dazu sagen, die sind nicht irgendwie mit Hunderten oder Tausenden auf einem Schiff losgeflogen, sondern das waren so zwischen 10 und ein paar hundert pro Gruppe. Das könnte ja einfach sein, also weiß man genau was über dieses Schiff, das da rumflog, Das oder sind ist ganz das viele. nur so Das eine sind, Rampen? also die sind mit vielen verschiedenen Schiffen sind die losgeflogen. Also die sind Ach so, in weil alle sonst. verschiedenen Richtungen sind die losgeflogen, aber halt mit, da waren nie viele auf diesen Schiffen drauf. Das waren, wie gesagt, zwischen 10 und ein paar hundert. Also nie irgendwie so krass wie, ja, wir fliegen mit einer Flotte und in dieser Flotte sind 50.000 Space Marines. Das hattest du mit denen nicht. Das heißt, die haben unglaublich viele kleine Grüppchen gebildet, um halt Sachen zu erkunden. Bei dieser Aktion, übrigens, bei diesem Ausschwärmen, haben die einen Planeten entdeckt, der sich Chthonia nannte. Chthonia erkennt man vielleicht als Heimatwelt von Horus Lupercal. Und der Leiter oder der
Kriegsherr dieser Expeditionsflotte sagte Folgendes über den Planeten. Also ich habe jetzt kein Zitat, aber er sagt im Grunde genommen, es ist ein Schlangennest, was man am besten zerstören sollte. Oh, hatte er recht? Oh Mann. Eventuell. Horus, der hat diesen Bericht gelesen. Der musste immer so ein bisschen grinsen, wenn man das gesagt hat. Horus war aber auch der Einzige, der die fünfte Legion wirklich, ich sag mal, als das erkannt hat, was sie waren. Der auch immer einen Kontingent aus der fünften dabei hatte, diese quasi als Scouts und Outrider für seine Expeditionsflotte, wo er halt dabei war, gedient haben, weil er halt wusste, wie viel die wert sind. Also er war so. Was ja halt, Ja? Na, ich wollte sagen, was ja später so geteilt gesehen Richtig. wird. Also so habe ich es halt rausgelesen Ja, geteilt zumindest. gesehen, das Ding ist, keiner weiß genau, wem. Also das Lustige ist, Horus ist unglaublich kritisch, was die White Scars angeht und das Imperium auch. Also keiner ist sich nicht wirklich sicher. Aber kommen wir später zu. Okay, Also, okay. die entdecken Chthonia, genau, Horus findet die ziemlich cool, weil er halt sieht, wie viel die wert sind und sie auch dafür ehrt, als einziger tatsächlich der Primarchen, abgesehen natürlich von Jakatai Khan, aber Horus ist so der Einzige, der wirklich sagt, ey Leute, guckt hier, die fünfte ist cool, ja. Genau. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Imperium breitet sich ja in der Galaxis aus. Und an den Rändern dieser Galaxis, oder an den Rändern dieser Ausbreitung, habt ihr immer die Starhunters. Also die fünfte Legion, die späteren White Scars. Immer die Starhunters, die waren immer vorne mit dabei. Und na, nicht vorne, sondern noch weiter vorne. Also nicht mit den Hauptexpeditionsflotten, sondern die sind immer ins Unbekannte rein. Und haben dort, ja, nach neuen Sachen gesucht. Nach neuen Welten, nach neuen Zivilisationen, die man kolonisieren kann, die man mit ins Imperium einbinden kann, die man vielleicht erobern muss. Und oh, tut mir leid, ich bin immer noch leicht erkältet. Ist nicht schlimm, ich muss auch sagen, es hat was sehr. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich gerade das Blätterrascheln von Max Notizen gehört habe, das hat was Ja. Heimliches, ne? Also, stellt euch noch ein Lagerfeuer dazu vor. Oh ja, ASMR-Podcast hier. oh ja, hallo Julian. Ach Gott. Warte, muss Bis ich nächste das Woche, hier Leute. machen? Oh Gott. Also, die waren halt ganz außen immer. Das heißt, die einzelnen Kompanien, nenne ich sie jetzt mal, die haben sich nie getroffen. Also, wenn ihr. Ich kann das immer nur so erklären: stellt euch einen Kreis vor und ihr habt auf diesem Kreis verschiedene Punkte. Und jetzt macht ihr den Kreis größer. Die Punkte bewegen sich nicht aufeinander zu. Na? Also, je weiter du dich von der Mitte irgendwo entfernst, in eine gerade Strecke, dann wird auch die Entfernung zu den anderen immer größer. Das heißt, die haben sich untereinander nicht gesehen und die waren immer für sich, weil die hatten auch keinen großen Kontakt zum Imperium an sich, sondern waren halt immer auf sich alleine gestellt. Was natürlich bedeutet, dass schon der Verlust eines einzelnen Bruders ziemlich tragisch ist. Wenn ich jetzt dran denke, du hast vielleicht so ein paar hundert Space Marines, sagen wir 100 Stück, und einer stirbt. Erstens, jeder kennt den, also jeder kennt wirklich jeden und weiß, wie jeder denkt. In der Legion von ein paar hunderttausend ist das schwieriger. Ein bisschen. Aber da ist halt wirklich so eine richtig verschworene Gemeinschaft. Und die leben sich auseinander. Das geht so 50 Jahre lang etwa. Und die einzelnen Kompanien, die werden halt immer kleiner. Ihr müsst euch das vorstellen, die sind immer im Feindesland oder im unbekannten Gebiet. Die können auch dort nicht einfach mal auftanken. Das heißt, jeder Panzer, jeder Thunderhawk, der kaputt geht, jedes kleine System im Schiff, in deiner Rüstung, sonst irgendwo, was du nicht ersetzen kannst, das ist Kacke. Also im Grunde genommen schwinden die Zahlen der White Scars immer weiter, weil sie halt auch, klar, die rekrutieren natürlich auch in den 50 Jahren, ist ja logisch, aber das ist halt nicht genug und es werden immer weniger. Und wir haben das mit vielen,
mit vielen Legionen so, dass die immer weniger werden und immer weiter kurz vor die Auslöschung kommen. Ich erinnere an die Dark Angels, an die Thousand Sons, die Emperor's Children, an die Salamanders. Gab's eine Legion? Ja, Salamanders war eine krasse Story. Die sind fast alle gestorben, also fast alle tot. Ich freue mich halt wirklich, wenn wir langsam so langsam zu den Underdogs kommen, mal eine Frage, gibt's überhaupt eine Legion, die nicht kurz vor Auslöschung die Lunar Wolves, würde ich sagen, definitiv nicht. Lass mich durchgehen. Die waren, ja, die auch. Wie ging's der Death Guard? Die Death Guard, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Tja, da müssen wir wohl irgendwann diesen ewig alten Zuschauerwunsch mal nachkommen. Das weiß ich nicht. Die Iron Warriors, denen ging es, nachdem sie sich mit ihrem Primarch getroffen haben, scheiße. Das kann man so über jede Person sagen, die sich mit ihm mal getroffen hat meistens. Jein. Außer Magnus, ja. Egal. Gut, kommen wir weiter. Also, die Zahlen werden immer geringer und das Ganze, seitdem sie losgeflogen sind, ja, es geht so etwa 50 Jahre. Also, Jagatai ist jetzt nicht unbedingt einer, der früh gefunden wird, aber halt auch nicht unglaublich spät. Also, wenn wir dran denken, der große Kreuzzug geht 200 Jahre etwa. Im ersten Viertel ist er nicht dabei, aber nach 50 Jahren wird er gefunden. Und zwar nicht von den White Scars selber. Weil, könnte man ja denken, ich meine, die sind vorne mit dabei und die, ne? Könnte man ja denken, klar, die White Scars finden die. Nein. Ist eigentlich dann recht zufällig, dass die Dark Angels Johnson gefunden haben. Ja, tatsächlich. Julian, weißt du, wer den Khan gefunden hat? Nein, ich kenne tatsächlich seine Origin Story auf dem Planeten, die könnte ich komplett erzählen. Und ich weiß auch, wie das mit dem Imperator ablief, aber ich weiß nicht, welche Legion landete. Ich habe ja vorhin gesagt, die White Scars haben Horus gefunden. Nein, Und die Lunar Wolves haben Jagatai gefunden. Und es waren nicht nur die Lunar Wolves. Das war die Flotte, bei der sowohl Horus Lupercal als auch der Imperator mit dabei waren. Das war zu der Zeit also, wo der Imperator noch selber im großen Kreuzzug mit dabei war. Oh, ich stelle mir da gerade Horus gesehen. Also ich meine, man muss ja sagen, Russ war ja offiziell der Zweite, der gefunden wurde. Und damals war ja schon, kann man in Wolfsbane nachlesen, dieses von Horus so, Baba. Mhm. Und dann kommt halt Jagatai und er denkt sich so, geil, ein neuer Bruder, ein zivilisierter. Oh nein, nicht noch so einer. Richtig. Aber im Gegensatz zu Russ, ich meine, Russ wurde ja ziemlich krass gebildet, ausgebildet mit den Grundlagen des Imperiums etc. Also der hat ja eine richtig krasse Bildung nochmal bekommen. An dem Punkt des großen Kreuzzugs war man quasi an so einem Punkt der maximalen Expansion. Du hattest Kämpfe überall, also nicht nur Kämpfe, Feldzüge überall, an allen Fronten und du brauchtest jeden Mann. Das heißt, die haben sich richtig gefreut, als sie noch ein Primarchen gefunden haben. Das heißt, die haben so gesagt, yo, Leute, scheiß auf Bildung, der hat uns die Treue geschworen, wir geben ihm jetzt eine Legion und dann gib ihm. Viel Spaß, der darf jetzt sofort loslegen und machen. Das Ding ist... Und wenn man sich ihn mal anguckt, also zumindest zurückblickend, naja, warum nicht, hat ja geklappt. Ja, natürlich. Aber es gab damals ziemlich krassen Gegenwind dagegen, unter anderem von Rogel Dorn und, wie heißt der, Papa Schlumpf. Rebuti Gulliman. Weil die gesagt haben, naja, aber er muss doch verstehen, die Grundlagen des Imperiums, warum, die Philosophie, wofür wir kämpfen, etc. Das meinten die halt, braucht der, aber der Imperator sagte, nö. Passt so, der hat im Grunde genommen Jagatai Khan dann einfach freie Hand gegeben, hat gesagt, so, viel Spaß, deine Legion ist komplett durch die komplette Galaxis verteilt, mach was, viel Spaß, und ist abgezischt mit Horus. Jetzt muss man natürlich sagen, Jagatai, hier hast du einen Schlüssel zum Haus, richtig, tschüss. Wirklich, und Jagatai war halt Steppenkämpfer, das heißt, die haben mit Pfeil und Bogen und Schwertern und Pferden gekämpft,
Der wusste nicht, wie man eine Raumschlacht führt. Der wusste nicht, wie man mit Space Marines umgeht, etc. Aber wird schon irgendwie, ne? Und so, und jetzt kommt ein Punkt, wo ich mich frage, der gibt irgendwie keinen Sinn. Der Mann wird 865 M30 gefunden vom Imperator und bekommt quasi die Macht über seine Legion. Und der ruft die nach Chogoris. Ja, und da wartet er auf seine Legion. 10 Jahre. Und jetzt frage ich mich, der What the Dude hat fuck? Zeit, 10 Jahre auf seine Legion zu warten. Klar, die müssen alle erstmal rankommen. Aber dann hättest du dem auch eine anständige Bildung geben können. Also, sorry, aber. Ach so, ich dachte, du hast dich jetzt gefragt, was der so gemacht hat. Und in meinem Kopf hatte ich schon diese sarkastische Antwort, naja, mal ausgeschlafen und so. Aber deine Frage ist natürlich viel Ja, logischer. natürlich. Also, ich frage mich halt so, hä, wo ist denn da die Logik, wenn ich sage, ich rufe jetzt meine Legion zusammen und warte jetzt 10 Jahre hier auf Chogoris? Erstens, ja, Nee, erstens, was vielleicht. macht der die 10 Jahre dort? Und zweitens, dann hättest du den halt auch wirklich ausbilden können, weil, duh, why not? Sounds halt, also es hört sich halt wirklich so an, als wäre der Imperator kurz mit dem Auto angehalten, hätte gesagt, du bist mein Sohn, hier Schlüssel, Kommunikationsgerät, ja, ruf mal deine Jungs Genau. an, Hier hast du bis Telefonnummer. dann. Und hier hast du übrigens noch 20 Mann, die werden deinen Planeten jetzt, ach nee, halt, ist ja nicht. Also dann ist es wirklich so, er hat angehalten, hat ihn eingewiesen, der hat die Legion angerufen und dann war Papi wieder weg. Genau. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass einige Leute wirklich dann da standen, Jagatai angeguckt haben und sich gedacht haben, ist das gerade wirklich passiert? Richtig, wie dieses Meme zu den von den Custodes, die Primaris abliefern, ne? Don't Don't fuck fuck up. it up. Genau. Ich pack's ins Video, Ja, Leute. super. Ja, gut, also der ruft seine Leute zusammen, aber es kommen natürlich nicht alle. Also er wartet wirklich 10 Jahre und es haben trotzdem in 10 Jahren nicht alle geschafft, nach Chogoris zu kommen. Tatsächlich stellen manche Whitescars-Kompanien, also Starhunter-Kompanien, erst im Anfang des 31. Millenniums wieder Kontakt mit dem Imperium her. Also, das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, die waren wirklich verdammt weit weg. Und zweitens, das sind richtig harte Motherfucker. Weil ganz ehrlich, die haben es geschafft, ein paar hundert Jahre alleine abgeschnitten von allem zu überleben. Also, ich meine damit, die haben die Horus Heresy verpennt. Ja? Das Ding ist, wir sind jetzt hier, wann wird er gefunden? 865, M30. M30. Da geht der große Kreuzzug noch 150 Jahre. Und dann gibt es den Horus Humbug 7 Jahre lang, Imperator tot, etc. Stellt euch Folgendes vor: Ihr zieht von Terra los. Kein Primarch, etc. Ihr zieht von Terra los. Prügelt euch 250 Jahre durch die Galaxis für den Imperator, für das Imperium, für die imperiale Doktrin, für den Traum. Zwischendurch mal für den Kriegsmeister auch Ne, für den noch. Kriegsmeister gar nicht, den kannten die ja nicht, den gab es ja nicht damals. Ja, stimmt, Den den haben haben sie die auch auch nicht gekriegt. mitgekriegt, die haben nichts mitgekriegt. Und dann kommen die zurück, so nach dem Motto: Yo, hier sind die Star Hunters, was geht ab? Das Erste, was geantwortet wird: Hä, Star Hunters? Wer ist Ja. das? Zweitens, wie, Imperator? Ja, Freunde, Imperator auf goldener Thron, Imperator tot. Übrigens, ja, 9 Primarchen, Verräter, wie 9 Primarchen? So viel gab's noch nicht mal, als wir aus dem Imperium raus sind. Also, die müssen dann erstens mitkriegen, dass sämtliche Primarchen wiedergefunden wurden. Zweitens, dass zwei von denen aus der Geschichte des Imperiums komplett gestrichen wurden. Warum, wissen sie nicht. Drittens, dass ihr Primarch wiedergefunden wurde. Viertens, dass die Hälfte der Primarchen Verrat begangen hat. Fünftens, herzlichen Glückwunsch, wir haben gewonnen. Und sechstens, dass der fucking Imperator, für den sie gekämpft haben, auf dem goldenen Thron sitzt und nicht mehr ansprechbar ist, also quasi Gemüse ist. Ach, übrigens, und euer Primarch ist Nee, weg. der war noch da.
Der ist nämlich tatsächlich noch 70 Jahre nach der Horus Heresy ist der noch da. Also, der ist noch ein Weilchen, ja, stimmt, Weilchen okay. ist der noch aktiv. Aber. Aber das, also, der Star-Hunter-Captain, der das sich alles mal verarbeiten musste und dann halt, ich meine, stell dir mal vor, ist immer so rein theoretisch. Ich meine, bei Terra, bei der Schlacht mit Terra wurde alles zu Klump geschossen. Du kommst nach Terra, willst einfach nur zu so irgendeinem Amtssitz und es gibt einfach den kompletten Sektor nicht mehr, weil alles richtig. Ich meine, stell dir vor, du hast hier irgendwo, du gehst zu Terra runter. Am Anfang des großen Kreuzzugs war Terra zwar noch nicht so krass wie dann zur Hochzeit und zum Anfang der Horus Heresy, aber Terra, vor allem das vereinigte Terra, klar gab es hier und da immer noch Punkte, wo du denkst, nee, da will keiner hin. Aber Terra war schon ziemlich geil. Vor allem der imperiale Palast. Auch damals schon. Safe. Also es gab ja sogar diese Pläne, hier Terra wieder grün zu machen. Ja, also, das hat sich dann und die Ozeane richtig, zu befüllen. Das hat sich dann aber erledigt nach der Horus-Sache. Ach, das wird noch. Gut. Treffen sich auf Chocobos. Alle. Oder nicht alle, aber viele. Und das ist... Drei. Nee, also es sind schon ein paar tausend. Also ich glaube, was hatte ich, etwa 50.000? Ja, genau, etwa 50.000 haben sich dort versammelt. Zeigt auch wiederum, es ist nur eine sehr kleine Legion. Also im Vergleich zu anderen Legionen. Klar, 50.000 ist immer nur eine Menge und es sind Astartes, also 50.000 Astartes ist schon eine ganze Menge. Aber es ist trotzdem im Vergleich zu anderen eine relativ kleine Legion. Die versammeln sich dort und das Ding ist halt, die kennen sich nicht. Weil, wie ich gesagt habe, die sind getrennt voneinander losgezogen in so kleineren bis etwas größeren Grüppchen. Die haben in den 50 Jahren alle eigene Subkulturen entwickelt, vielleicht sogar eigene Dialekte etc. Die haben jeder unterschiedliche Heraldiken etc. Jagatai Khan lässt die 875 M30 unten auf Chogoris antreten und Chogoris ist im Grunde einfach nur eine weite Steppe, sage ich mal. Halt, also, ich mache jetzt mal einen Witz für euch, Leute. Den haben wir aber in einer alten Folge schon mal gemacht, ewig her. Chogoris heißt Chogoris auf Chogorianisch oder wie der Scheiß heißt. Im, ich sag mal, im High Gothic hat das Ding einen anderen Namen, nämlich Mundus Planus. Flache Erde eigentlich. Oder flache Ebene. Genau. Und das. Ja, also, das sagt alles aus. Das sagt alles aus. Da gibt es zwar auch Gebirge. Aber der Großteil ist halt flach. Fun Fact, die Whitescars-Festung ist wirklich eine Klosterfestung, so tibetanisch angehaucht und die hängt halt wirklich in dem Gebirgszug. Die ist auch ziemlich cool, ganz ehrlich. Aber zu der, viel sage ich zu der nicht, aber zu der Straße, die dorthin führt, sagen wir ein bisschen was. Ich habe auch noch eine Idee, aber das mache ich nach meinem Teil. Also, der lässt die dort unten antreten, alle 50.000. Und er sieht halt, also er beschreibt es quasi, dass er hunderte verschiedene Banner und tausende verschiedene Kulturen dort sieht. Also diese 50.000, wenn ich sage, die sind in Gruppen von 10 bis ein paar hundert unterwegs. Leute, das ist richtig, also die Menge an unterschiedlichen Subkulturen, sage ich mal, die sich dort entwickelt haben, ist richtig krass. Und da war kein Zusammenhalt in dieser Legion, gar nichts im Grunde genommen. Und das hat Jagatai Khan gesehen. Und der brauchte irgendwas, um diese Legion zusammenzuschmieden. Also hat er sich gedacht, naja, gut, ich komme von Chogoris, ich habe die Kultur von Chogoris. Wir nehmen die Kultur, die Sprache von Chogoris, die Traditionen von Chogoris und nehmen das als einen gemeinsamen Nenner. Weil du hast unter diesen hunderten, tausenden Kultürchen nichts Gemeinsames gefunden. Also vielleicht bei ein paar, aber die hatten wiederum gar nichts gemeinsam mit anderen. Also da hast du wirklich nichts gefunden, worauf du dich einigen kannst. Also hat er gesagt, okay, scheiß auf alles, wir machen jetzt was komplett anderes. Was die Kultur angeht. Das ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was nicht bei allen Primarchen, also bei vielen Primarchen verändern ja ihre Legion komplett. Oder in einem gewissen Maße. Das macht Jagatai Khan überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Wenn man sich mal durch den Kopf gehen lässt, was habe ich jetzt eigentlich gesagt?
was die vorher ausgemacht haben, bevor sie Chagatai Khan kennen, und was macht die im 40k aus. Du findest keinen großen Unterschied. Die sind schnell, das sind Scouts, Hit-and-Run-Taktiken, kleine Gruppen. Das ist das, was die White Scars ausmacht. Das ist ja auch, ich greife zwar jetzt so ein kleines bisschen vor, es ist ja nur, es ist ja jetzt nicht so schlimm, das ist ja auch der Grund, warum sie zum Beispiel auf den Codex Astartes halt recht positiv reagieren, weil sie halt sowieso schon immer nur diese Kleingruppen waren. Bloß, also es ist halt wirklich eine Art, nee, es ist eine mongolische Reiterhorde, die sich einfach das Einzige, was die wirklich zusammengehalten hat, war, dass irgendwo jemand erst auf einem goldenen Thron, dann auf einem schnellen Jetbike und dann wieder auf einem goldenen Thron saß, der gesagt hat, ihr macht das. Ja. Genau, also der im Grunde, der hat einfach nur eine Richtung gezeigt im Grunde genommen, wo sie hinreiten sollen, und dann passt das. Also Chagatai wird teilweise von seinen Brüdern, also von den anderen Primarchen, einfach nur als The Khan, also der Khan, bezeichnet, und von den White Scars selber als The Khan of Khans oder The Khagan, was im Grunde genommen der Khan der Khane bedeutet. Und ein Khan ist ein Anführer, sowas wie ein Häuptling, und der Khan der Khane ist quasi der Anführer der Anführer. Das heißt aber nicht, dass der, also in der Kultur müsst ihr euch Folgendes vorstellen: der Khan der Khane kann den anderen Khanen jetzt nicht einfach direkt was vorschreiben, sondern der sagt sowas wie: wir könnten das jetzt tun. Und das wäre also sehr sinnvoll. Also der Khan ist halt, also ich sag mal so, du folgst halt, also wenn wir, das ist ja viele der mongolischen Kultur entlehnt, du folgst denen halt, weil du ihnen folgen willst. Und Khan ist halt auch ein Titel, also ihr kennt bestimmt, ich sag mal, ein paar von euch kennen bestimmt Genghis Khan. Ja, genau. Und ich meine jetzt nicht die Band. Und der Typ hieß eigentlich Temujin und gar nicht Genghis. Das ist einfach nur ein Ehrentitel gewesen. Genau. Und Khan, das, so nennst du dich nicht selber, so nennen dich andere. Weil, ne, also du sagst nicht, ich bin jetzt Chagatai Khan. Nein, andere sagen, dass du Khan bist. Und wenn andere sagen, du bist Khan, dann folgen die dir. Dann heißt das so viel wie: Alter, wir vertrauen dir zu 100%, dass du uns in eine gute Zukunft führst. Und so ist das halt bei denen. Das heißt, dieser Codex, das hat es, was du gerade angesprochen hast, ist denen im Grunde genommen scheißegal. Dann kriegen die halt die Khane halt einfach noch ein bisschen mehr Freiraum als vorher eh schon. No? Insofern, scheiß drauf. Gut, aber was macht Chagatai Khan jetzt erstmal, um die irgendwie zusammenzubringen? Er denkt sich, die Kultur von Chogoris ist das, was meine Legion zusammenbringen wird. Was irgendwie diese Tausenden von Kulturen zusammenbringt. Was macht er also? Er macht zwei Dinge. Er nimmt ein Ritual und sagt so: passt auf, in meiner Kultur ist es so, dass je nachdem, zu welchem Clan du gehörst, verpasst du dir eine Narbe. Also du markierst dich quasi damit und zeigst damit deine Treue zu diesem Clan und deine Zugehörigkeit zu diesem Clan. Und diese Narbe, die ist im Gesicht. Also nicht irgendwo am Körper, sondern im Gesicht, sichtbar. Und das machen alle Space Marines. Alle 50.000 und auch Chagatai Khan. Also alle markieren sich. Alle sagen: hör zu, ich schneide mir jetzt hier ins Gesicht, ich markiere mich, wir gehören ab heute zusammen. Und was ganz lustig ist, was dort beschrieben wurde, ist, die schneiden sich alle ins Gesicht. Das sieht alle, also die Narben, also die Schnitte, Verletzungen sehen verschieden aus, es ist völlig egal. Über Zugehörigkeiten zu verschiedenen Subclans hat da noch keiner drüber nachgedacht. Das ist erst später gekommen. Aber dieses Vereinende war halt sich ins Gesicht schneiden. Aber was halt lustig ist, es wurden 1000 verschiedene unterschiedliche Messerarten gezogen. Weißt du, der eine zieht vielleicht einen Dolch, so einen zweischneidigen, der andere vielleicht so ein Bowie-Knife, dann hast du wieder so ein komplett gebogenes, also völlig verschiedene Klingen, die sich alle für einen Zweck, die alle für einen Zweck benutzt werden, und zwar sich zu markieren, um zu zeigen, dass man zusammengehört. Und das Zweite, was er gemacht hat, war, dass jeder Krieger einen neuen Namen bekommen hat. Und zwar nicht von ihm, sondern dieser Name wurde sich selber ausgesucht. Und das ist tatsächlich etwas, was
du häufig in Kriegerkulturen siehst, dass wenn du aufgenommen wirst, quasi zum Mann wirst, in Anführungszeichen, dass du einen neuen Namen bekommst, einen Kriegernamen. Und ich denke, daher ist das entlehnt. Die haben quasi alle verschiedenen Namen sich gegeben, also dann neue Namen sich gegeben, unter denen die dann auch angesprochen wurden. Und zu dem Zeitpunkt hat man halt, ja, sich Namen gegeben, die halt zu den Taten gepasst haben. Also dann hattest du vielleicht sowas wie Björn the Fellhanded. Mir fallen jetzt gerade spontan keine Namen ein, weißt du? Also irgendwas, was halt... Die sind ja auch sehr schwierig, muss ich mal sagen. Richtig. Also ich muss halt wirklich sagen, die Wiseguest-Bücher waren mit die besten, die ich gelesen habe, aber sie waren auch schwierig aufgrund der Namen. Ja, finde ich also auch. Also ich habe mir keinen Namen aufgeschrieben, weil es tut mir wirklich leid, aber ich kann mit diesen Namen, ich kriege die als Namen nicht raus, nicht anständig und auch nicht richtig in meinen Kopf rein. Das heißt, ich verwechsel die ständig. Das ist immer dieses ekelhafte Vorurteil, ja, die sehen doch eh alle gleich aus und es klingt doch eh alles gleich. Ja, also für den Europäer, ja, für uns, das ist halt unglaublich, unglaublich schwierig. Und ich will halt keine Namen irgendwie. Gib mir den Unterschied zwischen Shiban und Shiba. Merkt ihr das? Das ist so. Nee, also, wie willst du das machen? Sie haben sich jeder einen Namen verpasst und ja. Jeder sich einen neuen Namen gegeben. Übrigens, hast du dich mal gefragt, was es braucht, um einem Primarchen eine krasse Narbe zuzufügen? Ich werde sie nicht erzählen, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das schon mal angesprochen in unserer Primarchenfolge? Wir haben generell, also ich werde heute nicht auf Jagatai Khans Leben ich vor nicht der Aufführung des Parapher eingehen, weil das haben wir schon behandelt. Also wenn euch das interessiert, hört euch unsere Primarchenfolge an. Es ist die 5. Legion, also der 5. Primarch. Das heißt, ihr müsstet in die erste Folge reingucken. Ja. Die erste Primarchenfolge. Da reden wir über ihn. Aber kurz zusammengefasst, ihr wisst ja, wenn ihr eine Wunde habt und ihr haltet die immer weiter offen oder verunreinigt die oder so, dann entstehen Narben. Und ihr wisst auch, dass bei einem Primarchen ihr quasi zugucken könnt, wie eine Wunde zugeht. Ja, also in dem Alfarius-Buch wird beispielsweise beschrieben, er sprengt sich mit einem Sprengsatz aus einem Sitz raus und noch keine Minute später, während er noch irgendwo am Klettern ist, ja, sein kompletter Rücken ist zerfetzt worden dadurch, ja, durch diese Explosion. Und noch während er irgendwo rumkraxelt, nicht mal eine Minute später, spürt er quasi, wie sich das Fleisch hinten an seinem Rücken wieder zusammenfügt. Ja, also ich meine, nur mal so, es ist halt bestimmt eine ziemlich harte Aktion, wenn du sowieso schon so einem 3-4 Meter großen Typen gegenüber sitzt und der sich die ganze Zeit mit einem Messer im Gesicht rumschneidet. Richtig. Und das tagelang. Und nicht nur mit irgendeinem Messer, sondern mit einem richtig hässlichen, dreckigen, vergifteten Messer. Was halt in deiner Hand ein Zweihänder wäre. Ja, richtig. Und wenn du dich damit auch nur ein bisschen schneidest, würdest du innerhalb von Minuten einer Blutvergiftung krepieren. Also long story short, he has a Narbe in his face. Richtig. Und aus diesem Grund heißen die Typen halt auch Scars. Ja. Also White Scars. Scars, genau. Des Weiteren ermutigt er seine Krieger dazu, neben dem Kampf natürlich, eine oder mehrere der noblen Tätigkeiten zu vollführen. Was ist eine noble Tätigkeit? Da gehört zum Beispiel Kalligrafie dazu. Die Jagd, ganz wichtig bei den White Scars. Oder auch Geschichten erzählen. Also ähnlich wie bei den Space Wolves, die halt über ihre Taten berichten. Aber bei den White Scars gibt es da einen Unterschied. Die sagen halt nicht, na, ich habe so und so viele Feinde getötet. Oder erinnert ihr euch noch, wie Björn 10 Feinde erschlagen hat mit seinen bloßen Händen? Weißt du, das machen die nicht. Sondern bei denen ist das mehr philosophisch. Also da werden wirklich Geschichten erzählt. Keine Saga, sondern Geschichten. Also sowas wie der alte Mann ging durch die Wüste und er traf einen jungen Menschen. Solche Sachen. Also eher so philosophisch, keine Ahnung. Ich habe mir das gerade ausgedacht. Aber ich habe halt das Gefühl,
dass wir, also klar, wegen Geschichte, wir können jetzt, wir erzählen es euch hier, die Religionsgeschichte, aber ich habe fast das Gefühl, dass wir zur Legion selbst nochmal irgendwann vielleicht mit irgendwem mal einen Deep Dive machen müssen. Oh ja. Weil die Jungs, also das ist halt der Punkt, wenn ihr von draußen drauf guckt, sehen die halt aus wie Barbaren, aber sie sind halt, also sie könnten halt nicht menschlicher sein. Und das zu erklären, dafür haben wir heute einfach leider nicht die Zeit. Richtig. Wir machen weiter mit dem ersten Feldzug. Denn der Khan wusste, das ist alles schön und gut mit der Kultur, aber er braucht einen Kampf. Das sind Krieger. Und Krieger schweißt du nur im Feuer des Krieges zusammen. Also sucht er sich er führt einen Feldzug gegen die Kolan-Welten. Diese Welten, das ist eine, ja, ein kleines, ich denke mal, Sternensystem, genau habe ich das nicht rausfinden können, und die will er befrieden. Das Ganze dauert 5 Jahre und er führt dort Krieg, wie er quasi in den, wie er auf Chogoris Krieg geführt hat, und er führt dort Krieg, wie es die Whitescars quasi schon seit 50 Jahren machen. Also, da ist nicht viel anders, mit einem kleinen Unterschied. Diesmal sind es nicht 50, 100 Space Marines, die auf Jetbikes einen Außenposten angreifen. Diesmal sind es halt 30, 40, 50.000, die eine Stadt angreifen. Aber mit denselben Taktiken. Mann. Ja, also quasi Drive-by-Shooting machen. Und oder Drive-by-Messering. Richtig. Also, ja, das ist ziemlich heftig, ziemlich blutig und dauert insgesamt 5 Jahre. Nach diesen 5 Jahren ist etwa ein Zehntel der Legion tot. Das heißt, 5.000 Space Marines in 5 Jahren, 1.000 Mann Verluste in einem Jahr, klingt erstmal nicht viel, ist aber halt für Space Marine Verhältnisse schon heftig. Muss man schon sagen. Genau. Danach macht er sich in den großen Kreuzzug mit seiner Legion. Und ihr müsst euch vorstellen, Jagatai Khan ist niemand, der gerne an einem Ort bleibt. Das heißt, das haben wir, glaube ich, auch damals schon angesprochen, auf Chogoris hat er sich nirgendwo eine Stadt aufgebaut oder ein Hauptsitz oder sowas, so ein Bullshit. Nein, das hat er nicht gemacht. Der war nach wie vor Nomade. Und das heißt, der Khan war tatsächlich der Meinung, dass eine Zivilisation dann schwach wird, wenn sie der Meinung ist, sie muss nicht mehr stark sein, weil sie ja starke Welle hat. Dann wird eine Zivilisation schwach. Das heißt, er war nie der Meinung oder hatte nie das Bedürfnis, eine Welt zu befestigen. Anders als andere Legionen, die ein System eingenommen haben und dann dort lang und breit Garnisonen gebaut haben und die Bevölkerung erzogen haben und was weiß ich, haben die dort nicht gemacht. Die haben vielleicht ein paar Leute rekrutiert von dort und sind weitergezogen. Oder haben die Welten auch nicht mehr wirklich eingenommen, sondern sind drüber geflogen, haben dort angegriffen, wo die Gegner am schwächsten waren, haben Versorgungslinien zerlegt, haben Außenposten komplett auseinandergenommen und waren dann wieder weg. Und da dachten sich die Welken so, boah, haben wir verstanden. Ja, und als nächstes kam die Death Guard und hat den Job erledigt oder zu Ende gebracht, weißt du, oder halt irgendeine andere Legion, die halt mit konventioneller Kriegsführung besser bewandert war. Genau. Das war so ein bisschen das Steckenpferd von denen. Das hat dazu geführt, dass, naja, der Ruf der White Scars sich nicht gerade groß verändert hat. Also, die waren vorher nicht wirklich bekannt, man hat denen vorher nicht wirklich viel Ruhm zugesprochen und das blieb weiterhin so. Weil meistens, wenn eine andere Legion ankam, um die Reste aufzuwischen, dann waren die White Scars schon weg. Die hat man nicht mehr gesehen. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an ihrer Natur, denn ja, sie waren nie jemand, der geprahlt hat. Genau, das kommt nämlich immer. Ja? Daher kommt nämlich dieser Hass darauf, mit den Space Wolves verglichen zu werden. Weil die White Scars mögen die Space Wolves nicht. Interessanterweise, wenn man nämlich von außen guckt, wie du vorhin gesagt hast,
vergleicht man die gerne mit den Space Wolves oder sogar mit den World Eaters. Ja. Aber das machst du wirklich nur dann, wenn du ganz grob drüber guckst. Dann könntest du dir damit vergleichen. Und wenn kein White Scar in der Nähe ist. Richtig. Der dafür den Schädel spaltet. Nicht spaltet. Ja. Den Schädel abschlägt, ihn versilbert und dann auf einem Pfahl vor seinem Zelt aufstellt. Vor seinem Zelt oder halt vor der Fortress Monastery aufspießt. Aber egal. Also, weil das Ding ist halt, die Space Wolves prahlen gerne, wie ich gesagt habe, das mochten die nicht. Und die stürzen sich halt in den Kampf rein. Genau wie die halt, nicht ganz genau, aber ähnlich wie die World Eaters. Und bei den White Scars ist halt immer noch Disziplin mit dabei. Also bei denen ist Disziplin bei der Ausbildung unglaublich wichtig. Das heißt, die kloppen nicht nur drauf. Klar, die, nicht falsch verstehen, die Space Wolves sind unglaublich gute Kämpfer. Ja, also das Problem ist halt einfach nur, die White Scars legen noch wesentlich mehr Wert auf Disziplin, Form. Weißt du, diese fließende Kampfart von denen, die betrachten das so ein bisschen als Kunst. Und das ist ein komplett anderes Mindset, was dahinter ist, als bei den Space Wolves. Des Weiteren lernen die White Scars unglaublich gerne neue Sachen. Also jetzt vielleicht nicht Bürokratie, aber Kunst beispielsweise, also Malerei, Schriftarten, Schriftstellerei, heißt das so? Keine Ahnung. Also solche Sachen, aber auch Kunst, die Kalligrafie vielleicht. Ja, das hatten wir ja vorhin schon. Ach ja. Gedichte schreiben und sowas, Schriftstellerei, das nenne ich es jetzt einfach. Poesie? Ja, Poesie, nennen wir es Poesie, okay. aber halt auch die Kunst des Krieges. Also die haben sich nicht nur auf ihre Strategie verrannt, sondern waren auch bereit, andere Strategien zu lernen zumindest und auszuprobieren. Auch wenn sie nie wirklich von ihrem eigentlichen White Scar Kriegsführungsgedings weggekommen sind. Also die haben im Großen und Ganzen, die haben sich das zwar angeguckt, nach dem Motto, ja, es ist ganz cool zu lernen, aber so wie wir es machen, ist eigentlich besser. No? Ja. Genau. Die wollten auch nichts groß daran ändern, dass sie Außenseiter sind. Also das war so, die anderen Legionen und vor allem auch das Imperium hat sie so ein bisschen als Außenseiter gesehen und hat sie immer so, ja, so ein bisschen als Barbaren gezeigt. Und das fanden sie halt nicht cool, haben aber auch nicht wirklich was gemacht, um das zu ändern. Also, das war denen eigentlich egal. Und das Ding ist, was halt bei dem Adeptus Ministerium unglaublich, war das damals schon das Ministerium oder Monitorum? Monitorum ist es, glaube ich, gewesen. Das war das Monitorum. Genau. Es ist halt, ich möchte ja auch nochmal einhaken, es ist halt einfach nicht die Art eines White Scars, mit Worten was zu ändern, sondern wenn durch Taten. Richtig. Und wenn du sie nicht beachtest, dann ist das dein Problem. Richtig, genau. Das ist halt literally genau das, was die halt gesagt haben. Jo, wenn du uns nicht kennst, ist das dein Problem, weil wir kennen dich. Also, das ist so. Ja. Weißt du? Wenn du halt der Meinung bist, das sind einfach nur Barbaren, das ist schön, das ist dein Problem. Aber wir wissen ganz genau, wer du bist, wie du kämpfst. Das ist halt Confidence auf einem ganz anderen Level. Richtig. Das ist so, ja, fuck you. Ist mir egal. Also denk, was du willst. Weißt du, so. Ich bin ein White Scar, das ist alles. Also das ist alles, was ich sein alles muss. Aus. Richtig, das ist alles, was genau. Ich sein muss, das sagt alles aus. Und das ist interessanterweise, das ist nicht arrogant, das so zu sagen. Nein. Was ist halt einfach so, ja. Also die beleidigen dich nicht, die gucken nicht auf dich herab oder irgendwas, sondern die sagen halt einfach, okay, ist gut, ist dein Problem, nicht meins. Ich bin ein White Scar, ich weiß, wer ich bin, weiß, was ich bin, ich weiß, wozu ich da bin. Ich glaube, wir müssen uns nochmal wen zu einer Seele der Legionsfolge oder so einladen. Definitiv. Hätten wir doch nur irgendwen, der sich damit auskennt. Ja, würde. Ist schade, dass wir da niemanden haben. Schade, ne? Dass es da keinen gibt. Ne? Gut, also ja, machen wir ein bisschen weiter. Wir haben so einen Außenseiter und ich bin selber so ein bisschen außenseitermäßig. Ich weiß, dass man da nicht viele Freunde hat, aber der Khan hat zwei sehr gute Freunde,
Was auch dafür sorgt, dass die Legionen sich relativ gut verstanden haben. Und zwar sind das einmal Horus und einmal Magnus. Mit Horus verstand er sich einfach nur unglaublich gut, weil Horus halt gesehen hat, was der Khan ist und dass du ihn anders betrachten musst als einen Gilliman oder als einen Sanguinius oder einen Lion oder einen Perturabo, weil er halt einfach komplett anders ist als die. Und das hat er ja gesehen. Also und dem war halt auch klar, so ein bisschen, wie man mit denen umgehen muss. Und das ist ja gut Horus Fähigkeit, sage ich mal, mit Menschen umgehen. Sein einziger wirklich interessanter Charakter zu. Ja, genau. Und mit Magnus hat er sich einfach gut verstanden, wegen dem ganzen Warp-Gedöns, wobei Jagatai... Nee, pass auf. Sind Freigeister, beide. Ja, pass auf. Wobei Jagatai da immer gesagt hat, Bruder, und meinte ich wirklich Bruder, pass auf, was du tust, geh nicht zu weit, es gibt einen guten Grund, warum uns Grenzen gesetzt wurden. Und diese Grenzen sollten eingehalten werden. Na, also das kriegst du auch immer mit, wenn White Scar Stormseer mit einem Thousand Sun Psioniker reden, die White Scars zügeln sich. Und da ist wieder diese Disziplin drin, von der ich vorhin geredet habe, die unglaublich wichtig ist für die White Scars, die sich halt unglaublich zurückgehalten haben, um halt nicht über die Stränge zu schlagen, sag ich mal. Aber dieser Durst nach Wissen, den natürlich die Thousand Suns ein bisschen mehr hatten als die White Scars, das war so ein Ding, was die vereint hat. Neue Dinge lernen. Ja, wie du gesagt hast, einfach dieser Freigeist, auch Philosophie, das ging, hat gut zueinander gepasst. Was ich noch rausgefunden habe, oder was ich zumindest einfach mal teilweise rausgefunden, teilweise mir einfach denken kann, ist, dass sie sich gut mit den Blood Angels vertragen haben. Weil dieses ganze Kunst, Kultur etc. war ja auch bei den Blood Angels mit vorhanden. Ah, aber das wäre auch ein Argument für die Emperor's Children. Nein, tatsächlich nicht. Aus demselben Grund, warum sie sich nicht mit ja, den, weil die, mit den Wölfen vertragen. Ja. Ja, gut, stimmt. No? Das habe ich. Ja. Da hat eigentlich gerade mein innerer Monk mir gleich auf die Finger gehauen. Ja, also das ist genau aus demselben Grund, warum sie sich nicht mit den Wölfen vertragen. Auch hier wieder dieses. Ja, aus einem ähnlichen Grund, dieses Angeben und dieses Ich bin perfekt. Dieses. Weil die Emperor's Children sind ich-zentriert. Also jeder Einzelne. Guck dir einen Lucius an. Lucius ist ein unglaublich guter Schwertkämpfer. Aber in so einem Krieg der Space Marines geht es nicht darum, dass du ein guter Krieger bist, sondern dass deine Formation, deine Truppe gut ist. Weißt du, bei einem Kastodes, funktioniert das. Die sind einfach so gut, dass die genau wissen, was die anderen machen. Das heißt, die können sich es leisten, jeder Einzelne einfach nur als Krieger dort zu sein, als Ein-Mann-Armee. Ein Space Marine kann das nicht. Und das haben die Emperor's Children halt nicht ganz kapiert, weil, wie gesagt, wenn du dir die Charaktere anguckst, die sind alle unglaublich ich-zentriert. Also wirklich, ich muss perfekt sein. Ja, diese Perfektion. Ich glaube, wir könnten darüber noch eine ganze Menge reden, aber das machen wir am besten in der Folge der dritten Legion. Ja, richtig. Genau. Warte. Wo war ich? Gut, es ist halt so eine menschliche Legion und das lädt halt auch immer zum Interpretieren und Schwafeln ein, finde ich. Richtig. Muss ich mal sagen. Ich könnte euch jetzt noch, wie ich immer sage, viel über Kampagnen erzählen etc. Das Ding ist, im Grunde genommen ist es immer, White Scars machen White Scars Dinge. Das heißt, sie fliegen hin, teilen hart aus und sind wieder weg. Also, die brettern mit ihren Bikes oder mit diesen Jetbikes auf den Gegner zu, lassen dabei, ich sag nur, Let It Rip mit beiden Sturmboltern vorne an dem Ding dran, köpfen zwei Gegner beim Vorbeifahren und sind wieder weg. Also das sind White Scars. Und das machen sie häufig. Wie ich gesagt habe vorhin,
Sie zerlegen entweder den Gegner komplett ohne und ziehen dann weiter oder schwächen ihn stark und ziehen dann weiter. Ja, das ist das Steckenpferd der White Scars. Und das machen die. Die bis zu bis Ulanor und Nikea, das heißt, also bei Ulanor waren sie mit dabei, tatsächlich. Also haben dort mitgekämpft gegen die Orks. Mit dem Khan eigentlich auch? Ja, der Khan war auch dort. Die haben dort gekämpft, waren natürlich auch bei der Ernennung von Horus dabei, was der Khan tatsächlich befürwortet hat. Also der Khan gehörte zu denen, die nicht gesagt haben, ja, ich soll das eigentlich sein. Nein, wenn wir auch mal so drüber nachdenken, das passt auch absolut nicht zu seinem Charakter. Also zu sagen, dass er das will. Er will das nee, nicht. Nee, also er hätte es angenommen. Ja, aber er will es nicht. Aber er supportet Horus, weil er Horus persönlich mag. Ja, genau. Das ist genau so, wie Sanguinius. Dem folge ich gerne. Sanguinius hätte es definitiv nicht gewollt. Nee. Da bin ich mir zu 100% sicher. Sanguinius wollte nicht Warmaster werden. Und deswegen wäre er perfekt gewesen vielleicht. Ja, natürlich, aber wir wissen ja, dann wäre er halt ans Chaos gefallen. Das ja, wir gleiten schon wieder ab. Ja, Entschuldigung. okay, also er war bei Ulanor dabei, er war bei Nikea dabei. Also was ja immer als Trial of Magnus bekannt ist. Einfach nur da, wo es darum ging, ob die Psioniker abgeschafft werden. Lustigerweise macht er dort, also nach dem Edikt von Nikea, macht er genau das gleiche wie Lehman Russ. Er scheißt drauf. Also es interessiert ihn nicht. Hat's eigentlich außerhalb der Dark Angels und Ultramarines irgendwas gebracht? Ja, tatsächlich. Also klar, die Ultramarines haben das hart durchgezogen. Ja, gut, also diese ganzen Terra-Boys wie jetzt Horus, Dorn und Dings, ja, klar, aber so alle Freigeister, ich meine, selbst Geh doch mal durch, wen hat's denn nicht interessiert? Magnus hat's definitiv nicht interessiert, das wissen wir. Lehman Russ ist der Meinung, dass die Kraft seiner Runenpriester definitiv nicht aus dem Warp kommt, sondern von der Seele von Fenris. Was da dran ist, sein. Andere Sache. Und Jagatai ist halt Jagatai. Den White Scars war es fucking egal, den Night Lords war es auch egal, die Dark Angels haben es temporär abgeschafft, aber wieder eingeführt. Ja. Also du hast halt, also wirklich so eigentlich so richtig viel geändert hat sich nicht. Die vorher keinen Bock drauf hatten, die hatten hinterher weniger Bock drauf. Selbst Angrons Legion hat einfach, also die haben drauf geschissen, aber einfach nur, weil sie sowieso immer auf alles geschissen haben. Gut, Angrons Legion hatte auch kaum Psioniker, weil sobald du einen Psioniker mit diesen Butcher's Nails implantierst, platzt der quasi. How do you dare to remember, forget the 20 Mann who want to aufhalt. Richtig. Das ist übrigens eine unglaublich geile irgendwann. Geschichte mit diesen 20 Mann, aber egal. Ja, wir haben gefühlt ein Drittel nach einer Stunde. Super. Oh Mann. Also, White Scars machen White Scars Dinge bis zur Horus Heresy. Und zwar sind sie in dem Moment, als die Horus Heresy ausbricht, im Chondak-System, ich übersetze mal, am Arsch der Welt. Und wollte gerade sagen, lass mich raten, sie sind weit weg. Ja, natürlich. Das hat halt Horus so inszeniert, wissen wir ja. Sind im Chondak-System und kloppen sich mit den Orks dort. Und sie kriegen wie immer nicht viel mit. Weil sie halt am Arsch der Welt sind. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt muss man dazu sagen, was ich unglaublich wichtig finde, schon immer, der Khan denkt nicht mal im Traum daran, den Imperator zu verraten. Der ist nicht unzufrieden mit dem, der Imperator hat ihm nichts getan. Nee. Also, ja, er ist unzufrieden, er ist der Meinung, dass der Imperator ein Tyrann ist. Aber er ist nee, mit der Idee des Imperiums ist er komplett einverstanden. Ah, da muss ich aber sagen, da sehe ich was anderes. Ich sehe tatsächlich eher, dass es ihm nicht so gefallen hat, von einem Eroberer zu einem Diener degradiert ja, zu werden. Ja, das also ist richtig. Das Chogorus. Und dass er halt eher so sagt, ja, okay, der Imperator ist vielleicht ein Tyrann und das ist auch alles so nicht so schön, aber es ist halt die beste Option, die wir haben. Richtig. Ich meine damit, er hat niemals im Traum daran gedacht, den Imperator zu verraten zu diesem Punkt. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Weil als nächstes kriegen die immer wieder unglaublich verwirrende Astropathen-Nachrichten. Und zwar geht das von Russ hat Magnus angegriffen. Russ ist rogue gegangen. Magnus ist tot. Dann kamen Nachrichten wie Horus rebelliert. Horus ist tot. Der Imperator ist tot. Hier
wie heißt er, Ferrus Manus wurde getötet von Fulgrim, Fulgrim wurde getötet von Ferrus Manus. Weißt du, ein Haufen seltsamer Sachen haben die halt mitbekommen. Die haben natürlich durch die Astropaten gemerkt, oh, Ruinstorm, ja, da gibt's einen fetten Warpsturm und wissen nicht genau warum und what the fuck überhaupt. Also die haben passiert unglaublich viele widersprüchliche Sachen bekommen. Dann gab es Nachrichten von Rogel Dorn, der gesagt hat, jo, trau Horus nicht, trau dem nicht, komm zurück nach Terra, wir brauchen dich hier. Und der Khan dachte sich so, hold on a second. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber ich denke mir gerade, ich kann Russ nicht vertrauen. Ich kann Horus nicht vertrauen. Das waren so die zwei Sachen, die sofort in seinem Kopf Klick gemacht haben. Und ich brauche Antworten. Also hat er quasi, so gut es halt ging, diesen Kampf dort beendet, diesen Feldzug dort beendet. Und ist nach Prospero. Auf dem Weg dorthin trifft er auf die Space Wolves, die gerade hart aufs Maul bekommen. Und die sagen, Alter, Hilfe. Ah, ist das in diesem Nebel? Ja, genau. Der Alaxis-Nebel, genau. Ist ja heißen, glaube ich. Ja. Die bitten die White Scars um Hilfe und die White Scars sagen, Leute, nein. Wir haben absolut keine Ahnung, was gerade zum Fick abgeht. Ihr seid auf euch allein gestellt. Und ganz ehrlich, ich rechne es Jagatai Khan hoch an. Da sieht man wieder diese Disziplin, die in seiner Legion gelebt wird, die lebt auch in ihm. Jagatai Khan ist ein Krieger. Jagatai Khan kann ausrasten, kann sehr emotional handeln. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, er hat Nachrichten bekommen darüber, dass Russ einen der beiden Brüder, die ihm unglaublich nahe stehen, getötet hat. Einfach nur, weil er ausgetickt ist und Markus umgebracht hat. Das war so die Information, die er bekommen hat. Dass er nicht sofort das Feuer auf die Space Marines eröffnet hat, sondern gesagt hat, Leute, keine Ahnung, was gerade abgeht. Wir suchen Informationen. Und die holen wir uns nicht von euch, weil ihr seid keine vertrauenswürdige Quelle in dem Moment. Was aus der Sicht der White Scars durchaus nachvollziehbar ist. Sie sind also weitergeflogen nach Prospero. Warum? Was wollten sie denn auf Prospero, Max? Nach Prospero? Naja, Magnus ist laut ihren Informationen tot. Also dachten sie sich, wir gucken mal danach. Übrigens, was ich vergessen habe, zwischendurch kam auch der Befehl von Horus, Russ anzugreifen. Ne? Also, weil Horus so gesagt hat, yo, Russ ist rogue gegangen, killt den mal. Haben sie nicht gemacht. Auch nicht schlecht. Gut. Ich glaube, wir haben in unserer Dingens Primarchenfolge schon ein bisschen drüber geredet, was da unten passiert auf Prospero. Ich werde es trotzdem nochmal erzählen, ja, glaube ich, pass also auf meinem Punkt. Long story short, erzählst du, weil ich bin ja gleich am Ende. Long story short, der Khan geht runter auf den Planeten, findet dort eine Shard of Magnus. Quatsch mit dieser Shard of Magnus. Und das ist eine unglaublich interessante Szene. Weil Magnus ist in dem Moment, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch nicht full-on Traitor, sondern er sagt halt, jo, das und das ist passiert. So und so sieht's aus. Das und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also er bringt quasi Jagatai Khan up to date. Was geht gerade ab? Was ist passiert? Und er sagt ihm halt, also Magnus sagt ihm halt, oder die Shard of Magnus sagt halt, naja, du wirst dich da nicht raushalten können. Du wirst dich für eine Seite entscheiden müssen. Und ja, erzählst du, was passiert, während er unten auf Prospero ist? Kann ich. Das ist so ein bisschen. Okay, pass auf. Während er da unten auf Prospero ist, setzen
in der Flotte oben, die im Orbit ist, die Warrior Lodges, die ihr vielleicht kennt, die von den Verrätern dort eingeführt wurden, sage ich mal, längst bevor Horus Verräter wurde, setzen dort einen lange geplanten Plan in die Tat um. Und zwar wollen sie den Befehl über die Flotte übernehmen und dann dafür sorgen, dass ihr Vater einsieht, warum Horus die bessere Alternative ist. Sagen wir es so, also sie wollten ihn, also so ein halber Putsch im Grunde genommen ist das. Also, ja, sagen wir mal Putschversuch. Die wollten ihren Vater nicht umbringen, wobei sie das getan hätten, wenn er der Meinung wäre, dass, also wenn er nicht ihrer Meinung gewesen wäre, aber eigentlich wollten sie überzeugen. Und weiter, halt, sie wollten eigentlich, dass er sie weiterführt gegen den Imperator und für Horus, aber im Notfall hätten sie ihn halt umgebracht. Ja. Naja. Oder, ne. Ja, an. Also, da würde ich halt jetzt mal einhaken und sagen: Eins der größten Motive der White Scars ist Zuneigung bis hin zur Liebe. Ja. Und das Interessante ist, was wir hier sehen, ist, dass seine Jungs in den Kriegerlogen nicht handeln, weil sie jetzt Horus so krass treu sind oder weil sie einen Hass antreibt, sondern weil sie nachgedacht haben, der Meinung sind, dass Horus die bessere Alternative ist, richtig, auch aufgrund von Lügen. Und sie wollen ihren Khan dahin bringen. Sie wollen das Beste für ihn in dem, genau, Moment. Ja, und sie wollen einfach, dass er glücklich ist und dass sie ihm dann weiter folgen können. Sie wollen aber eigentlich auch das Beste für die Legion. Ja, klar. Also, das wird ja das Beste sein, was Jagatai will. Und richtig. Also das ist so ein bisschen, ja, naja. Long story short, der Putschversuch geht schief. Jagatai teleportiert sich quasi zurück oder wird zurück teleportiert auf das Flaggschiff, nachdem er sich übrigens, das erzählst du, was da unten auf dem Planeten passiert, denke ich. Das ist ja dein Lieblings-Pairing, die, ja, zwei, ne? Oh, da, endlich. Ja. Also. Genau, er kommt zurück mit Pizza, tritt auf die Brücke, guckt sich um, links und rechts ballern sich White Scars gegenseitig die Köpfe weg und er sorgt wieder für Ordnung und interessanterweise bringt er die nicht um. Er bringt sie nicht um. Nicht alle. Also die nicht bereuen, die bringt er um. Aber die anderen, die verbannt er quasi und sagt, so, passt auf, ihr habt Scheiße gebaut, definitiv. Aber ihr seid immer noch meine Söhne und ich verbanne euch hiermit. Ihr kämpft, bis ihr glorreich sterbt im Kampf gegen die Verräter und ich will euch nicht wiedersehen. Ja, keine Sorge, er sieht sie schon wieder, er ruft sie wieder zu sich, aber das ist so quasi sein Richtspruch. So, Julian, und jetzt bitte erzähl uns, was unten auf Prospero passiert. Ich bin unglaublich also gespannt. Zur gleichen Zeit, also erstmal zu dieser Aktion, wie kommt es überhaupt, dass sich, also das muss ich einfach nochmal kurz anreißen, wie kommt es überhaupt, dass sich da Leute auf diesen Flaggschiffen prügeln? Meint man nicht, dass die Verräter so schlau gewesen wären, diese Flaggschiffe unter ihre Kontrolle zu bringen? Ja, das ist richtig, das haben sie auch gemacht. Aber es gab einen White Scar, nämlich Shiban Khan, oh ja, der praktisch sich hat nicht überzeugen lassen und die haben was gemacht, was ich saugeil finde. Naja, war das da halt die Aktion, die mit den Jetbikes? Durchs, ja, All, großartig. Genau, also geile Szene. Wenn wir halt nicht andocken können, dann reiten wir rüber und sie sind einfach mit Jetbikes oder sogenannten Voidbikes durchs All geflogen und haben einen Kavallerieangriff auf dem Raumschiff gemacht. Das ist so ein Ding, was halt einfach wirklich nur die White Scars machen würden. Ganz das ehrlich. Das ist halt so, du reißt dein Maul auf und dann hörst du schon Throat Singing in der Ferne. Genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es gibt aufs Maul. Und zur gleichen Zeit treffen halt Death Guard-Schiffe ein. Also sie dachten erst, es wären Sons of Horus, aber nein, es ist Death Guard. Und die gleiten halt auf Prospero zu. Und der Verräter von der Warrior Lodge, der versucht jetzt noch, die zu beruhigen, seine Leute, und sagt, nein, komm, das ist von Horus, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben, wir sollen uns jetzt hier beweisen. Wie gesagt, dann gibt's Aufstand aufs Maul, dann kommt, also die kämpfen richtig krass auf dem Flaggschiff. Es sieht erst so aus, als würden Shiba und seine Leute halt verlieren, weil, ja, natürlich sind die Verräter in einer viel besseren Position, haben die Brücke versiegelt und so, aber dann teleportieren sich tatsächlich die Terminator-Elite rüber und die stehen auf der Seite von Jagatai, weil sie halt einfach sagen so, ey, ganz ehrlich, egal was ist, keiner spricht, das ist ja das Ding, keiner spricht für Jagatai, nicht mal der Imperator spricht für Jagatai. Jagatai spricht für Jagatai. Mhm.
Genau. Und auch nur das selten. Jedenfalls sitzt dann ausgeglichen, es gibt aufs Maul, dann kommt der Gartei mit der Pizza rein und alle hauen sich auf die Fresse. Er marschiert zu dem Anführer von denen, stellt ihn zur Rede und der sagt ja dann so nach dem Motto, nein, ich hab's nur für dich getan. Und Jagatai macht halt das, was man so macht. Er spießt ihn halt auf, nachdem die sich tatsächlich erst im Kampf begegnen. Also mehr Mongole geht nicht. Ja, und dann ist die Death Guard halt dran. Und Jagatai teleportiert sich auf den Planeten runter und da taucht Mortarion auf. Und Mortarion will ihn überzeugen und labert sowas von Galaxis, der Krieger und die Verwalter und Malkadors Zivilisten und seine Speiche lecker. Und er hat halt einen Punkt. Ich verstehe das Problem dieser Astartes, weil was haben die Warrior Lodges angesprochen? Den Individualismus innerhalb der Legionäre mit der Argumentationskette von wegen, schaut doch mal, ihr erbaut dieses Imperium, ihr kämpft, aber für euch ist augenscheinlich zumindest kein Platz, weil wer lenkt die Geschicke? Zivilisten, Menschen. Es ist kein Platz für ein Astartes an der Spitze. Dass das bestimmte Gründe hat, das und warum, ja, nein, vielleicht, das können wir an einer anderen Stelle diskutieren, aber es ist irgendwie ein Punkt. Aber die Entscheidung, sich Horus anzuschließen, ist trotzdem auch falsch, weil, und das zeigt ihm Jagatai auch, und sagt, guck mal, Mortarion, du hast dein ganzes Leben lang Hexer verdammt. Du hast gegen Magnus gewettert, du bist auch schuld hier all dem und deutet dabei so auf Prospero. Und jetzt stehst du auf der falschen Seite. Du siehst dich auf der Seite der Warpkräfte wieder. Das gefällt dir nicht. Und jetzt mal kurz so ein Einwurf, Max. Was meinst du, wenn Jagatai mit seiner Legion darüber gesegelt wäre, auf Horus Seite? Meinst du, die hätten es geschafft, sich beide chaosfrei zu halten oder hätten dann so ihr eigenes Ding gedreht? Ich weiß es nicht. Die waren halt nie recht close, aber Asgars und Death Guard zusammen. Das also, Ding ist ich halt, glaube, das ist halt eine Kombi. Ich meine, du hast eine unglaublich starke Infanterie, beziehungsweise mechanisierte Infanterie. Die sind halt arschlahm, aber die kriegst halt auch nicht klar. Aber ich erinnere an die Hammer-Amboss-Taktik von Alexander dem Großen. Ja. Sowas könntest du damit kommt, halt wirklich machen. Und richtig dass gut. Solche, also dass halt so die Sturmseher und einfach diese Art der White Scars niemals sowas wie Carlos Typhon wieder in die Legion gelassen hätten. Definitiv nicht. Die hätten sofort den gesagt, nee. Den hätten sie, also wenn Jagatai ihn nicht einfach hätte umgesenzt oder so. Naja, aber dazu kam es umgesenzt. Nie. Umgesenzt. Ja, wumm. Witzig, weil seine Waffe ist eine Sensa, also die von Typhus. Richtig, und, richtig. Na, egal. Waffen ist ein guter Punkt, denn Mortarion sagt so, ja gut, dann halt nicht. Und dann gibt's auch die Fresse. Hä? Und das dann heißt, halt nicht. Gut, dann I will kill you. Und ja, Deathstroud und die Keshik, das sind die Leibwächter von Jagatai. Und Jagatai und Mortarion hauen sich halt alle da unten auf die Fresse. Und während Mortarion unverwüstlich ist und langsam, aber kraftvoll tanzt Jagatai. Jagatai ist ein Künstler. Während Fulgrim vielleicht so eine Art Duellant ist, der es ungewöhnlich sein möchte, lebt Jagatai den Kampf. Und es geht tatsächlich auf einen Unentschieden hinaus, denn auch oben im All fangen die Schiffe an, gegeneinander zu kämpfen. Und das sieht der Mortarion als Antwort an und teleportiert sich hoch und hat keinen Bock auf die Schlacht und verpisst sich erstmal wieder. Und das sind fast alle wichtigen Ereignisse von Prospero. Bis auf eine Sache, und das ist Arvida. Und wer ist das? Arvida ist der letzte loyale Thousand Sun. Und das macht hier so viele Handlungsstränge aus, dass ich das jetzt einfach wirklich nur zusammenkürze und sage, ich möchte irgendwann über diesen Mann mal eine Folge machen. Eine Steady-Charakter-Folge natürlich. Mhm. Also eine Sonderfolge. Das ist der letzte Thousand Sun, der wird eingesackt von denen und die nehmen den mit. Und der war nie ein Verräter, der war einfach Teil von einem Trupp, die da gelandet sind nach der Zerstörung von Prospero, dabei von World Eaters angegriffen worden und er ist der letzte Überlebende. Naja, und die sacken ihn halt ein und dann führen die White Scars erstmal einen absoluten Guerillakrieg gegen alle Verräterlegionen. Und teilen auch, aber das teilen richtig aus. Aber das Ding ist, man kann jetzt nicht mehr so reisen wie früher. Das geht nicht. Die Warp-Stürme werden immer schlimmer, die Nummer um Ultramar rum, also hier Lorga und Dämonenscheiße und Angron und bäh, ne? Also, was machen die Scars? Sie realisieren, es wird immer enger um uns herum, wir müssen nach Terra. Und sie treffen dabei die ganze Zeit auf die Death Guard. Also die Death Guard jagt sie richtig.
Und nun gibt es ein riesiges Sternentor, was zwar saugut verteidigt wurde, aber irgendwann von den Verrätern eingenommen wurde, aber ein bisschen vergessen wurde. Also ist ihre Idee, wir fliegen zum Sterntor, erobern das und schießen uns mit diesem Mandible-Punkt, also das, es gibt ja so Warp-Routen durchs Universum, direkt nach Terra. Ja, das wussten aber halt auch Emperor's Children und Mortarion, die sind auf diese Idee gekommen, dass das, naja, halt Juggertai machen wird. Das waren Children. War das eine Warp-Route? Ich habe da gerade zwei Sachen im Kopf. Das erste, woran ich gedacht habe, ich weiß nicht, das habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ob das vielleicht ein Webway-Portal ist. Nee, dazu komme ich ja gleich. Und das zweite war The Deeper Ways, also die tiefen Pfade. Also du kannst quasi, müsst euch ja vorstellen, Warp wie einen Ozean, ihr könnt auf dem Ozean schwimmen, treiben quasi, und ihr könnt unten durchtauchen. Genau. Das ist und ja das Ding. Das ist halt so ein Deeper Way. Und sie greifen das Ding halt an und treffen halt auf die Empress Children. Und das Ding ist halt unglaublich hart verteidigt. Und da gibt es halt noch eine Szene, die ergibt jetzt nicht so viel Sinn, aber sie ist halt recht geil beschrieben. Und das ist nämlich, dass die White Scars durchbrechen, auf die Empress Children treffen. Und ich glaube, es ist Lord Commander Eidolon, der sogar gegen Juggertai kämpft. Ja. Und die kämpfen und er wird umgesenzt und er empfindet diese Freude darüber, von einem Primarchen getötet zu werden. Es war ein guter Kampf, es war unglaublich und jetzt stirbt er. Aber da fällt ihm was auf. Die Bewegungen sind sehr, sehr gut. Aber halt nur so 98%. Es reicht überall nicht ganz. Und im letzten Moment schlägt er dann doch zurück. Und der Krieger stirbt. Und die White Scars müssen sich zurückziehen. Und er reißt ihm den Helm runter, weil er dann, also in dem Moment denkt er sich so, ja, mein Schlag hat getroffen und genau deswegen, weil ich noch am Leben bin, kann das hier nicht Juggertai Khan gewesen sein. Mhm. Was ja die Frage aufbringt wegen Größe und so. Mhm. Ne? Aber nein, es war nicht Juggertai Khan. Und wo sind die White Scars dann? Das war ein Trick von denen. Denn die haben von einem geheimen Projekt erfahren. Es heißt, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch ist es Dark Glass auf jeden Fall. Ja. Und sie machen sich auf zu einer Raumstation. Und oh, Julian, mir wurde gerade ein Video auf YouTube empfohlen von Warp Dust. Ach, guck an. Als hätten wir da fast eine Premiere neulich erst gemacht. Was? Wo ich Max das extra neulich erzählt habe. Wir waren auch jetzt, ich weiß noch nicht, wann es jetzt rauskommt, aber wir waren neulich auch, by the way, bei Stefan von 1000 Stunden Imperator. Oh ja. Sie gehen natürlich wieder raus. Jawohl. Zu einer kleinen Talkrunde mal wieder, also zu einem Let's Talk About. Entschuldigung, dass Thema ich gerade rausgerissen habe. Ah, ist völlig okay. Das Thema könnt ihr euch natürlich denken. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ich weiß noch nicht, was kommt aber und wie das aussehen wird, aber in Zukunft wird wahrscheinlich mehr von uns zusammenkommen. Genau. Back. Dark Glass. Dark Glass, genau. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Also, das ist so eine riesige vergessene Raumstation und es gibt einen Psioniker, einen, wie heißen die Typen? Mann, Navigator, der dort geforscht haben soll. Und den suchen sie halt, um damit der sie da durchführt. Und sie dringen halt in diese Station ein und finden heraus, dass diese Station kaputt ist und zerstört. Und Kampfspuren und Co. Und sie werden von einem Navigator geführt, der dieses Projekt angeblich begleitet hat oder von diesen Typen kannte. Und tief in die Station führt sie der Navigator. Und der White Scar, der mitgeht, ist ein Charakter, der, wo ich Gänsehaut am ganzen Körper kriege, wenn ich an ihn denke. Und das ist Tagutai Yesugai. Und Yesugai ist der oberste Sturmseher der White Scars. Und dieser ist ein Berater des Kagan. Und man muss halt einfach sagen, dass dem Khan über die ganze Heresy Stück für Stück die Freunde wegbrechen. Weil das ist es. Juggertai Khan ist einer der wenigen, die wirklich ernsthaft befreundet sind mit jemandem. Und der auch, also aus seiner Legion und der zum Beispiel auch in, ich glaube, Suleiman heißt sie. Das ist diese, auf Terra, diese Beraterin, das ist eine sterbliche Frau, die dem, also das kommt so nah an eine Liebesbeziehung zwischen Sterblicher und Primarch ran, wie es geht. Aber ihm brechen, wie gesagt, immer mehr Stützen weg. Und das Schlimmste ist halt, eine davon ist Yesugai. Und dieser Mann, dieser Gigant unter den Charakteren ist
Er ist weise, er ist freundlich, er ist ehrlich, er ist sehr menschlich. Und er entdeckt etwas innerhalb der Station, was schrecklich ist. Nämlich, dass die Navigatoren gemeutert haben und dieses Ding überfallen haben mit Privattruppen. Und deswegen kam es zum Kampf. Das entdeckt er, indem er herausfindet, dass der Navigator, der sie führt, ein Verräter ist. Denn dieses Projekt, was dort auf Dark Glass fortgeführt wurde, war, und jetzt haltet euch fest, ein Prototyp-Projekt vom Goldenen Turm, vom Webway Project. Und sie verstehen dadurch, weil sie, also mehrere Dinge. Erstens, der Navigator hat überall Bomben auf der Station positioniert. Zweitens, man braucht einen Psioniker, um das Ding zu benutzen. Drittens, dieser Navigator hat es versucht, ist gescheitert, weil sie ziehen seinen verbrannten Leichnam von der Station. Und viertens, die Death Guard hat sie gefunden. Die Death Guard springt ins System und Tagutai Yesugei tut das einzig Richtige. Er verabschiedet sich von seinem Freund, Herrn und Kagan und setzt sich auf diesen Thron. Und die White Scars, die noch in einer recht offenen Formation hängen, tricksen halt Mortarion aus. Falls diese Szene jetzt bei der Schlacht um Terra war, aber ich glaube, das war das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da war. Dann tut es mir leid, die Szene ist aber trotzdem recht episch. Nämlich Mortarion entert ein Schiff, wo er davon ausgeht, dass darauf Jagatai ist. Währenddessen ist es aber so, dass die scheinbar lose und in der Auflösung fliegende Formation der White Scars auf einmal alle den Kurs wechseln auf so einen bestimmten Punkt. Denn, naja, ich sag mal so, Vulkanschiffe sind fucking widerstandsfähig. Die von der Alpha Legion sind nicht ortbar. Oder fast unsichtbar. Naja, und die von Jagatai, die sind fucking schnell. Und somit gehen sie in so eine Spezialformation und Mortarion will handeln, aber auf dieser Brücke ist kein Schwein. Bis zu dem Moment, wo ihm auffällt, dass die White Scars die Formation ändern. Wie gesagt, geändertes Schiff. Das Licht geht an und wer steht da? Ja, die überlebenden Krieger der Kriegerloge der White Scars in Terminator-Rüstung. Und sie lachen. Aber nicht, weil sie auf Mortarions Seite sind. Denn, nun ja, man spricht bei den White Scars auch vom lachenden Sturm. Mhm. Und so kämpfen die Krieger der Kriegerloge ihren letzten Kampf. Und ihr Anführer, der einst schwer verwundet wurde vom großen Khan selbst, stellt sich Mortarion. Und er kauft so seinen Brüdern genug Zeit und sich selbst die Ehre zurück. Letztendlich vergeht Tagutai Yesugei im Prototyp des Goldenen Throns, wenn wir den Shariax Death Specters Folge mal außer Acht lassen. also ist ja nur eine Theorie, aber das hier ist definitiv ein Prototyp. Und Arvida erwacht tatsächlich, denn dieser Typ leidet natürlich auch unter dem Fleischwandel, ist ein Thousand Sun, ihr erinnert euch. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann empfehle ich euch unsere Magnus-Folgen. Mann, ich kann so viel Werbung machen inzwischen, weil wir schon so viel Zeug gemacht haben. Jedenfalls führt er sie durch das Webway nach Terra, da sie natürlich diesen Navigatoren halt in dem Moment nicht vertrauen können. Und er sieht halt das Leuchtfeuer vom Imperator und es ist sehr schwer fassbar, aber man muss es sich wirklich, also wirklich physisch so vorstellen, wie einen riesigen, ich sag mal, einen riesigen, gigantischen Tunnel, durch den eine Flotte fliegt und vorneweg fliegt Arvida in seinem Body of Light, seinem Astralkörper, also ein leuchtender Arvida, und sie schaffen es nach Terra letztendlich. Ja. Da passiert eine ganze Menge. Arvida ist dann weg, weil Grey Knights, Janus und Co. Russ kommt nochmal an, zieht wieder ab, kloppt sich mit Horus, verkackt wie immer und ja. Dann wird es irgendwann richtig finster um Terra. Und nun ja, irgendwann betritt das erste Schiff den Raum im Sollsystem. Und es kommt zur Schlacht. Also nicht mit dem ersten Schiff. Das wird innerhalb von nicht mal einem Wimpernschlag verdampft. Und auch das nächste und das hundertste. Aber so ab dem tausendsten braucht man dann zwei Wimpernschläge. Und naja, ihr könnt euch ja ausrechnen, mit was da Horus angerückt ist. Da gibt es noch eine recht interessante Aktion der White Scars. Nämlich einer von ihnen, Jubal Khan, der lustigerweise der Ordens, also der Namensvetter des heutigen Ordensmeisters, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der White Scars, der ist ziemlich geil. Also dieser Typ, wer sich
also unsere Steady-Leute oder unsere YouTube-Unterstützer, besser gesagt, die erinnern sich an die Sigismund-Folge. Da haben wir mal über diesen einen White Scar kurz gesprochen, der gegen Sigismund gekämpft hat. Da gab es sogar ein Artwork im Video. Ja, das ist der. Der Typ ist ein absolutes Monster. Der ist unglaublich gut. Und der stellt mit seiner Elite tatsächlich in dieser Raumschlacht Abaddon und seine Jungs. Und also die Justerin. Und die geben sich brutalst auf die Fresse. Und auch Abaddon kriegt einen ab. Und ich glaube, Klein Horus auch. Aber letztendlich stirbt Jubal leider. Aber ein durchaus verdienter Tod. Naja, Raumschlacht geht zu Ende. Und dann fangen sie an, Terra anzugreifen. Und es hat tatsächlich auf YouTube neulich jemand gefragt, was wurde eigentlich aus dem Belagerungsgeschütz, das Perturabo Lion gesnackt hat. Naja, das schmeißt er ab. Das sind ja zufälligerweise 8 Geschütze. Ein 8-zackiger Stern, wie praktisch. Mhm. Und die basteln halt 8 Basislager um den imperialen Palast und beschießen den dann. Und jetzt ist halt das Problem, Urgal Dorn will halt, also der sagt halt, ihr bleibt hinter den Mauern und ihr stellt euch auf die Mauern und ihr kämpft wie Space Marines. Und Jagatai sagt halt, nein, das kann ich nicht. Ich kann die Zivilisten da draußen nicht alleine lassen. Ich kann diese Menschen da draußen nicht alleine lassen. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Basteln, die hauen auf jeden Fall alles, was sie haben. Und vor den imperialen Palast zum Beispiel, da ziehen sie so Gräben, also Tausende. Und da packen sie Zwangsrekrutierte rein. Also jeder, der nicht eine Waffe halten kann, der wird in Bunker gepackt. Und jeder, der, sag ich mal, ab 12, der kriegt einen Laserwehr in der Hand, eine Splitterschutzweste, einen Helm und dann wird er irgendwo hingestellt. Also, solange die Splitterschutzwesten und die Helme nicht aus sind. Ja, und wenn nicht, wirst du trotzdem irgendwo hingestellt. Richtig. Weil irgendwer stirbt schon und dann kannst du dir von dem das snacken. Richtig. Ja, und die Verräter schmeißen natürlich auch erstmal ihren Müll auf die, aber diese Belagerungsgeschütze sind auch ein ziemliches Problem. Und draußen gibt es halt richtig ab. Aber die zwei Primarchen, denen das halt sehr nah geht, sind halt Jagatai und Sanguinius. Und Sanguinius, der geht halt auch helfen letztendlich und Jagatai reitet aus. Und fängt an, mit Hit-and-Run-Taktiken dann diese Lager tatsächlich anzugreifen. Ich glaube, sie können halt 3 oder 4 tatsächlich sogar zerstören, bevor der äußere Wall fällt. Und sie sind auch recht erfolgreich mit Hit-and-Run-Taktiken und kämpfen auch ziemlich gut. Und das zeigt sich halt darin, dass sie auch recht am Ende sogar noch bei, na, nicht Legionsstärke sind, aber bei einer signifikanten Stärke. Also andere Teile auf Terra, die bauen massivst Art, also Blood Angels verlieren eine ganze Menge Leute zum Beispiel und auch die Fists, aber die waren ja sowieso mehr. Aber dass halt diese kleine Schar, die Jagatai nach Terra gezogen hat, noch für die letzte Aktion so bereit war, ist erstaunlich. Was noch zu erwähnen ist, dass zum Beispiel der White Scar, der damals bei Terra, bei Prospero für Jagatai gekämpft hat, für seine Entscheidung und sag ich mal gegen diese Bevormundung, der Typ lebt noch, Shiban Khan, und der führt die Verteidigung des Löwentor-Raumhafen. Ewige Mauer verteidigen die. Das Problem an Ewige Mauer ist, dass, oder, ach Mensch, Leute, ich weiß nicht mehr, welcher es war, das machen wir in den Siege of Terra-Folgen. Der verteidigt einen der beiden Raumhäfen. Das Problem ist, dass dieser Raumhafen eine Falle ist. Rogal Dorn hat sich entschieden, diesen fallen zu lassen für eine Falle, wobei sie eine ganze Menge Sons of Horus umsensen und jede Menge Everest Children und Fulgrimmat seinen Auftritt. Und egal, das Coole ist, der Typ überlebt das, indem er in den Shuttle springt und mit diesem Shuttle Richtung Palast fliegt, aber wortwörtlich gegen den Palast fliegt. Also der wird halt also der sitzt halt im Shuttle, er springt in den Shuttle, der Shuttle wird getroffen, der Pilot stirbt, er will es halt noch retten und guckt halt raus und sieht Steine und kracht halt rein. Ja, aber der Mann überlebt und der heißt auch Trachsia in dem Moment, weil der schon so gezeichnet ist und verdreht. Der ist so ein, also doll kaputt schon. Und der klettert raus, marschiert durchs Wasteland Richtung Sanktum und findet einen Soldaten und ein Kind tatsächlich. Mhm. Und die kämpfen sich dann gemeinsam. Also er sieht auch die Geister der Toten. Er hatte auch eine dolle Verbindung zu Tagutai Yesugai. Und Yesugai erscheint ihm immer wieder und spricht mit ihm und weist ihm den Weg. Und sie kämpfen halt gegen Verräter auch die ganze Zeit, also er und der Mann und das Kind. Und am Ende stirbt der Mann, aber er drückt dieses Kind an sich und da gibt es eine sehr, sehr starke Szene. Und das ist nämlich an so einer Stellung, wo sie nonstop Verräter abwehren. Also die äußeren Mauern sind schon gefallen, nur das Sanktum steht, das ist irgendeine Stellung irgendwo. Und sie haben halt gerade tausende Verräter erschossen und die Soldaten haben halt richtig Schiss und fangen halt gerade so an mit dem imperialen Glauben und dann hören sie Schritte und sie denken, da kommt ein Verräter. Und dann kommt halt nur so ein komplett gewasteter White Scar aus dem Giftnebel mit diesem Kind so manisch an sich gedrückt
steigt in den Graben, übergibt das Kind einem der Soldaten und marschiert murmelnd weiter, bis er halt tatsächlich zurück zu seinem Kagan kommt. Denn er schafft es wieder zurück in so eine Bastion, die halt, also in dem Moment sind alle am Zurückziehen. Alle, wirklich. Die äußeren Mauern sind gefallen, die Badab-Station, das ist der Hauptsitz, wird bald belagert werden. Jetzt reißen, während draußen die Verräter sagen, okay, wir reisen jetzt, wir scheißen auf alles, wir bilden eine riesige Kai-Formation und rennen jetzt einfach nur noch aufs Zentrum. Perturabo wurde schon von Mortarion abgelöst. Es wird immer schlimmer. Weißt du, Mortarions Schwermut, dieses Nörgelding, das drückt auf alles drauf. Alle sind schlecht drauf. Selbst Rogal Dorn macht Fehler und alle rennen Richtung Sanctum. Und Jagatai Khan denkt sich dann, nachdem Shiban angekommen ist, nee, scheiß drauf, ich hab einen Plan. Und diese Aktion ist so aberwitzig. Aber da muss ich, um die zu verstehen, muss ich kurz noch was erklären. Die Raumschlacht ist verloren. Das Einzige, was den imperialen Palast davor schützt, weggeblasen zu werden ins 50. Jahrtausend, ist die sogenannte Aegis. Die Aegis ist ein riesiger Schild, der nicht nur, oh, ich muss husten, der nicht nur Schüsse abwehrt, sondern zeitgleich sowohl ein bisschen symbolbildlich für den Bann des Imperators ist, dass, das heißt keine Dämonen, da wo die Aegis ist. Jetzt ist es so, naja, die Aegis ist halt auf großen Teilen weg, das heißt, du kannst mit großen Verbänden und Titanen einfach nicht mehr vorrücken oder irgendwelche Brückenköpfe errichten gegen die Verräter, weil du wirst halt einfach von einem Großkernschiff, von einem Lanzenschlag in der Größe von Berlin einfach weggeholt. Ja, was macht er sich? Jagatai fällt was auf. Warte mal, über dem Sanctum kreist doch seit Wochen die letzte Orbitalplattform von Terra. So ein, eigentlich ein riesiger Teller mit sehr vielen Knarren drauf, der unter der Aegis rumfliegt. Also geht er zu dem Kommandanten und die haben halt auch nichts mehr zu tun. Die kriegen keine Befehle mehr, die sind total unterbesetzt. Da sind halt von den ursprünglich Tausenden, die das Ding bemannt haben, sind halt vielleicht noch so knapp 100 oder 50 da, die halt rumsitzen, Karten spielen und wirklich eigentlich nur auf den Tod warten. Und der schlägt ihnen was vor und der sagt halt, weißt du, ich kann euch keinen Sieg bieten, aber ich kann euch einen guten Tod bieten. Ja, und so beginnt auf Terras Boden die größte Gegenoffensive mit Speedern, Bikes und Panzern unter dem Schild dieser riesigen Orbitalplattform. Sie nutzen wirklich dieses Ding als physischen Teller, rücken unter seinem Schatten vor Richtung Löwentor Raumhafen und die Verräter feuern alles auf dieses Ding ab. Aber es ist immer noch eine Orbitalplattform, die hat eine Menge Schilde und die Jungs teilen aus und Explosion und Flieger und alles, was sie an Geschützen noch haben, das ballern sie auf die Raumflotte und gegen alles, weißt du? Und Jagatai und seine Jungs reiten durch die Schluchten der Stadt, schlitzen Panzer auf, überfallen Sons of Horus, Death Guard, niemand ist auf diesem Feld den Söhnen von Chogoris gewachsen, nichts kann sie aufhalten. Und als sie letztendlich den Löwentor-Raumhafen fast erreicht haben, bricht die Orbitalplattform letztendlich doch zusammen. Aber der Kommandant lächelt, seine Männer sind zufrieden, sie haben es ihnen nochmal gezeigt, sie haben nochmal einen ausgeteilt, einen hatten wir noch und dann explodiert diese Station. Und die Söhne des Kagans reiten in den Löwentor-Raumhafen ein. Mortarion hat das erwartet. Und so müssen sich die White Scars durch Gänge voller Dreck, Schleim, Scheiße und Dämonen kämpfen. Es ist richtig die Hölle. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich wortwörtlich ist. Schleim, Dreck und Scheiße. Es ist, ich meine es echt wortwörtlich. Und ich meine das halt so, also für einen Space Marine ist es kniehoch, das heißt für euch brusthoch ungefähr. Und da kämpfen die sich durch. Und die Death Guard, die sind richtig gut drauf inzwischen. Also Zitat, da springt ein Death Guard runter, walzt einen White Scar platt, landet neben einem Kollegen, gibt drei Schüsse ab und sagt zu ihm, die nehmen das alles viel zu ernst. Und der andere, ja, ich weiß, keiner reagiert auf meine freundlichen Konversationsversuche. Ram, ram, ram. Und schießt halt noch ein paar Leute nieder. Da denkt man sich so, ja, Death Guard. Das ist halt einfach nur Nörgel. Ja, aber wenn man das Dunkle Imperium gelesen hat, also Death Guard, irgendwann, ja, jetzt schon Bock ein bisschen auf die Folge. Ja, und die kämpfen sich da durch und dann taucht halt Mortarion auf. Und ja, in so einer riesigen Halle, der schlachtet die halt. Und das Letzte, was halt noch hält, ist halt so die Mitte von so einem Dreadnought gehalten und so den letzten, also dem Nachfolger der Stormseher. Und wo ist eigentlich Jagatai?
Und Mortarion fängt an, sich durch die durchzuschlachten. Und der Stormseher wendet seine gesamte psionische Macht auf, beruhigt den Warp, stirbt dabei fast, ihm gelingt es erstens Mortarion abzuwehren und zweitens gibt es einen riesigen Knall, bam! Und hinter Mortarion steht der Kagan mit seinem Helm und seinem Schwert. Und Mortarion dreht sich um und bester Moment, der Kagan guckt ihn an, von oben bis unten. Mortarion hat ja Flügel und sein einziges Kommentar ist nur so, Flügel? Fragezeichen. Und dann gehen sie aufeinander los und sie hauen sich richtig auf die Fresse, prügeln sich durch die komplette Station. Am Ende begegnen sie sich oben auf so einer riesigen Landeplattform. Schwerter links, rechts, bam, bam, zack, zack. Und letztendlich verliert Jagatai. Und Mortarion ist echt enttäuscht und sagt halt so, ich habe erwartet, dass du tanzen würdest, aber du versuchst nur, mich zu besiegen, wie ich dich besiegen werde, nämlich mit Kraft und Durchhaltevermögen. Aber das bist du einfach nicht. Aber tatsächlich hat Jagatai rausgefunden, wie er Mortarion besiegen kann. Nämlich, er braucht ihn nicht physisch besiegen, also auch, aber er muss ihn geistig brechen. Und die führen halt ein Gespräch und tatsächlich führt ihm Jagatai so ein bisschen vor die Augen, wie er sich verkauft hat. Und das verunsichert Mortarion. Und das ist was, was wir bis heute sehen. Diese Narbe, dieses scheiß Verhalten, was Mortarion bis heute in seiner Seele zeigt, dieses nach dem Motto, ich muss euch zeigen, dass ich im Recht bin, das hat er von Jagatai. Und ja, dann irgendwann fängt der Khan an zu tanzen und Wunde um Wunde schält sich im Mortarion und er schlitzt den Typen komplett auseinander, zack, 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 wie so ein scheiß Häcksler. Und dann brüllt Mortarion halt dieses typische, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber es ist einfach ein geiler Moment, weißt du, die Sonne geht so über auf Terra so unter, draußen geht alles zum Teufel und Mortarion so, du nah, ich kann nicht sterben, und Jagatai springt ab, Mortarion spießt ihn mit der Sense auf und Jagatai guckt ihm in die Augen, die Augen des Kagan, die blinden solchen verrückten Augen von Mortarion und Jagatai nur so, aber ich schon. Und in dem Moment wird es kalt an Mortarions Kehle und ihm wird was klar und Jagatai senzt ihm den Kopf ab. Psionische Explosion, Mortarion ist in den Warp verbannt. In dem Moment bricht auch diese Station zusammen, also diese Landeplattform, und die beiden fallen runter. Und jetzt kommen wir noch zu Suleiman. Das ist diese Frau, die ihn halt begleitet hat. Und also diese Ratgeberin, das ist die letzte Stütze, die ihn auch noch gefragt hat, so kommst du wieder, und dir ist aber eigentlich bewusst, wenn du gehst, du stirbst. Und die hat Shiban belabert, der zu spät kam, um da jetzt wirklich noch mitzumachen, komm scheiß mal auf alles, dein Khan braucht dich und ich spüre, dass der noch lebt und wir holen uns jetzt so einen scheiß Landungsflieger. Irgendwoher, ist eigentlich fucking egal, woher wir einen Landungsflieger bekommen. Wir brauchen diesen Landungsflieger. Und sie holen sich einen Landungsflieger und irgendwie, ich weiß nicht wie und niemand eigentlich weiß es, schaffen dies durch den Beschuss, durch alles durch zu diesem Raumhafen. Und finden halt ein paar White Scars, die neben einem Predator herlaufen und auf diesem Predator liegt die Leiche von Jagatai Khan. Denn auch er ist tot. Ja, aber mit dem Flieger, also alle, die Apothekari haben ihn gecheckt, alles, es ist vorbei. Aber Suleiman scheißt drauf. Denn es geht nicht um Werte, es geht auch nicht um Daten, nein, es geht um verdammte Gefühle. Und sie fühlt, dass der Khan noch lebt. Und sie springt an allen vorbei. Und niemand hat die Kraft, die Ehrenwerte Suleiman aufzuhalten. Suleiman springt drauf, legt ihren Kopf auf die Brust und hört einen Herzschlag. Und sie schreit die White Scars zusammen. Sie liebt die Jungs, aber sie schreit sie zusammen. Sie verfrachten den Kagan in diesen Flieger und bringen ihn zum Palast. Und hier endet fast die Geschichte von Jagatai Khan in der Siege of Terra. Mikador schafft es, in seinen letzten Momenten seine Seele einzufangen, zurück in den Körper zu bringen. Aber der wird noch Wochen brauchen, um sich zu erholen. Also verpennt er so gesehen das Ende. Und die White Scars, die haben noch was drauf. Die haben jetzt diesen Raumhafen. Und so ein Raumhafen hat verdammt viele Geschütze. Also geben sie einen Funkspruch ab an die Verräter. Und da kommt dann, ja, hier spricht Shiban Khan von den White Scars. Ihr befindet euch widerrechtlich im Orbitalraum von Terra. Ihr werdet jetzt beschossen. Ende der Nachricht. Klick aus. Feuersturm. Und ja, White Scars haben somit den Kampf gegen die Death Guard letztendlich doch gewonnen. Auch wenn sie dabei fast ihren Kagan verloren hätten. Und ich finde es eigentlich recht schön, dass der Kagan durch das bewahrt wurde,
was er sich immer bewahrt hat, was er in seiner Legion stets bewahrt hat und was, ich glaube, das ist, was am Ende einen guten Space Marine ausmachen sollte. Und es klingt vielleicht verrückt, aber vielleicht auch einen guten Menschen. Und das ist am Ende die Menschlichkeit. Und ich bin fertig. Wow, das war ein unglaublich toller Abschluss, Julian. Ja, und ich habe mir was überlegt, Max. Oh. Ja. Du hast überlegt. Ja, ich fand auch, dass das ein schöner Abschluss war. Und ich muss einfach mal sagen, die White Scars, die Jungs haben mir ja Bock gemacht. Haben sie wirklich, ne? Und wir müssten jetzt eigentlich noch klären, wie Jagatai Khan verschwindet. Ja. Und noch ein bisschen Ära Indomitus. Ja. Und ich mache dir jetzt hier nochmal einen Vorschlag. Wir hatten beide sehr schöne Teile. Ich sag, wir machen jetzt hier einen Cut. Und wir treffen uns einfach demnächst nochmal und quatschen nochmal ein bisschen über sein Verschwinden, über die Ära Indomitus und gucken vielleicht, ob wir nochmal ein, zwei Besonderheiten über die Legion rausfinden, weil ist mir aufgefallen, wenn man die ganze Legionsgeschichte macht, aber die haben doch bestimmt noch ein, zwei coole Einheiten. So ich Keshik zum Beispiel. Denke mir schon. Also ich meine, wir haben jetzt auch eine Stunde 44, wir sind fast 45, wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Ja. Ich denke, ihr seid mit dieser Folge durchaus zufrieden. Und das seid ja gut versorgt. Richtig, wir würden jetzt sowieso die Folge schnippeln an dieser Stelle, denke ich mal, und eine zweite draus machen. Insofern finde ich, ist das ein sehr schöner Abschluss hier. Und ja, Julian, wenn du an der Stelle nichts weiter zu sagen hast. Nur noch eine Sache. Ich bin und gespannt. Das ist, Leute, jedes Mal, wenn wir, wenn wir so eine Folge machen, bekomme ich total Bock auf Sonderfolgen. Und ja. So auf einzelne Charaktere, so Jubal Khan schiebern kann, weil oder Tago Taiyesu sogar, ich glaube, das ist der, den ich mir als nächstes mal schnappen möchte. Mhm. Ich habe Bock auf White Scars. Ja, und da ist ja die Sache, bei uns hat sich was verändert. Wir haben ja Steady und ich war neulich mal gezwungen, da was Neues einzustellen. Weil ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, 20.000 Leutnants ist zwar ganz schön real an der GW-Preispolitik, aber wir haben ein bisschen unsere Ränge verändert. Ja. Richtig. Heißt für euch jetzt nichts Besonderes, außer dass die Titel auf dem Discord ein bisschen anders sind. Wir haben jetzt auch den Neophytenrang, das ist jetzt unser niedrigste und das höchste bleibt der Captain. Ja, deswegen würde ich euch herzlich einladen, kommt gerne zu Steady, unterstützt uns, kommt in unsere jetzt zur Zeit, also muss ich wirklich mal sagen, rasant anwachsende Discord-Community. Oh ja. Da gibt es jede Menge Sonderfolgen, Max. Worüber haben wir da schon mal letztes Mal gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Also ich erinnere mich immer wieder an meine Lieblingscharakterfolge, natürlich mit Daddy Sharkboy. Wir haben bereits über, wie hieß der gute Mann, Asmodai? Ja, Asmodai geredet, wir haben über Lucius geredet, wir haben über einen sehr griesgrämigen Terminator geredet, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er so scheißen schwer auszusprechen war. Skubok. Wir haben außerdem über den Archetyp des Paladins geredet, also Castellan Crone. Subzack. Und es überrascht mich, dass du ihn gar nicht erwähnst, nämlich unsere natürlich allererste Sonderfolge, die natürlich auf YouTube bereits draußen ist, für unsere Mitglieder dort, war ja, also, dass das nicht deine Lieblingsfolge ist, aber erstaunlich, nämlich über Sigismund. Ja, natürlich. Sigismund ist ja eher so dein, da kriegst du ja auch irgendwie so einen Fanboy-Boner insofern. Ich muss halt sagen, er ist mir, also es war der erste, also neben... Nee, das ist so verrückt. Ich mag halt diese normalen Imperial Fists nicht so wirklich, aber die drei Imperial Fists, die ich sehr gerne mag, davon sind zwei sehr untypisch nach hinten raus. Und das ist einmal natürlich Sigismund, gefolgt von Fafniran. Mhm. Die finde ich total interessant, aber es ist halt alles Siege of Terror. Und den ursprünglichen Arrakmus, also den Verteidiger von Dorn, den finde ich auch sehr cool. Ja. Ja. Gut, aber im Grunde genommen Zusammenfassung, kommt auf Steady. Wir freuen uns auf euch, so rum. Und ich diskutiere natürlich auch gerne dort mit euch. Alter, uns, euch, ey. Oh, ey, was ist denn heute los? Ihr könnt dort natürlich direkt Kritik ausüben. Ja, genau, absolut. Und ihr könnt natürlich auch sonst immer Kritik ausüben. Also, ich meine, mittlerweile könnt ihr sogar auf Spotify Kommentare hinterlassen, die wir uns sogar durchlesen. Und auch freigeben. Ja. Also, außer es sind dumme Kommentare. Ja, also wirklich. Also, also wenn es einfach nur dämliche Beleidigungen sind, dann... Ja, aber ich meine, der Großteil von euch macht ja anständige Kommentare. Es ist einfach, also vor allen Dingen ist es halt gerade, die Diskussionsparts sind sehr schön. Und, muss ich auch nochmal sagen, gerade für die Leute, die ein bisschen näher so am aktuellen Geschehen sind, wenn ich einen Leak finde oder so ein Bums, ne, der fliegt natürlich erstmal in Discord. Ja, klar, ihr seid die Ersten, die es da rauskriegen. Gut, Julian,
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer euch zu verabschieden mit unseren altbekannten Worten. Hydra Dominatus. Und bleibt immer schön menschlich. Hydra Dominatus.